Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Ernst-Bloch-Zentrums zu unserer heutigen Eröffnung einer neuen Diskussionsreihe mit dem Titel Was heißt Gerechtigkeit? Wir knüpfen damit an die Tradition hier im Bloch-Zentrum an, dass wir regelmäßig gesellschaftliche Themen, aktuelle Themen, die die Menschen und die Zeit bewegen, aufgreifen. Wir hatten beispielsweise eine Diskussionsreihe, die kümmerte sich um Menschenbilder, und die vergangene Diskussionsreihe hatte das Thema Fortschritt im Fokus. Und heute, nicht nur weil es Finanz- und Wirtschaftskrisen gab, widmen wir uns dem Thema Gerechtigkeit. Die Reihe ist sechsteilig angelegt, und wir eröffnen mit einem nicht unbeabsichtigten Fokus auf Blochs Hoffnungsbegriff, den man vielleicht dem Krisenbegriff gegenüberstellen kann und mit Gerechtigkeit vielleicht etwas unter Beobachtung bringen, wobei dieses auch bereits den Anspruch dieser Diskussionsreihen insgesamt trifft. Es ist wirklich unser Anliegen, dass wir als Bloch-Zentrum diese Themen von gesellschaftlicher Relevanz aufgreifen und auch wirklich dann auch anfassbar mit verschiedenen prominenten Partnern aus Politik und Wirtschaft und Kultur dann auch behandeln. Es geht uns ganz bewusst darum, viele von Ihnen, die vielleicht die Reihe Fortschritt hier auch mitgemacht haben, die auch sehr lebendig war und sehr gut besucht war jeweils, dass wir ganz bewusst philosophische Fragestellungen, vielleicht auch ethische Fragestellungen einspeisen, nicht um bestimmte sehr pragmatische Themen zu überfordern, sondern einfach um auch die Fragen der Disziplin der Philosophie auch einzubringen. Und ich denke, so eine moralische Dimension wie die Gerechtigkeit ist dafür auch ganz gut geeignet, so manches Krisenhafte auch mal unter anderem Blickwinkel zu sehen. Und unser dritter Anspruch, wenn Sie so wollen, ist in unserer heutigen Talkshow-Kultur, wo man fast aus jedem Kanal, fast an jedem Tag eine Talkshow erlebt oder auch ertragen muss, dass wir mit im Bloch-Zentrum auch eine gewisse Live-Kultur pflegen. Es ist ein Unterschied, und wir merken das immer wieder in den Rückmeldungen bei Ihnen, das ist einfach ein Unterschied, wenn wir doch renommierte Referentinnen und Referenten in Anführungszeichen zum Anfassen anbieten, und dass sich auch die Diskussion mit Ihnen dann auch jeweils ermöglicht. Ich persönlich bin sehr glücklich, dass es zu dieser Kombination mit Professor Honneth und Herrn Dr. Schwager gekommen ist. Ich erlaube mir zu sagen, dass ich das für eine mutige Entscheidung von Ihnen beiden finde. Mutig deshalb, weil es sind ja durchaus verschiedene Welten, die, ich spreche jetzt nicht von Parallelwelt und Parallelgesellschaften, was ja auch in aller Welt, aller Munde ist, sondern dass sie ja doch sehr verschiedene Disziplinen und Arbeitsfelder abdecken und dass sie aufeinander zugehen und sich auch die Fragen des jeweils anderen anhören. Und ich glaube, das ist auch sehr stark in den Fragen der Bevölkerung dann drin und bringt sich dann vielleicht auch über diese Live-Atmosphäre auch entsprechend zum Ausdruck. Und insofern denke ich, bringen wir mit diesen Veranstaltungsreihen und auch Themenfindungen auch ein Stück Kontext vielleicht in so manche Problemlage hinein, dass man also nicht Disziplin für Disziplin, sei es im Wirtschaftsteil, sei es im Feuilleton eben, und vielleicht auch sehr selektiv wahrnimmt, sondern dass man einfach mal querdenkt und querschaut und querliest und querhört und uns das auch sehr bewusst macht.
Ja, meine Damen und Herren, es freut mich sehr, dass es gelungen ist, die beiden Disputanten heute hierher ins Bloch-Zentrum zu bringen. Das ist nicht das erste Mal für beide. Ich begrüße ganz besonders herzlich Herrn Professor Dr. Axel Honneth von der Universität Frankfurt. Sie vorzustellen, abgesehen davon, dass Herr Brandt auch das dann mehr inhaltsbezogen eh noch machen wird, würde den Abend sprengen. Ich sage einfach nur, er ist wirklich einer der bedeutenden Philosophen und Soziologen der Republik, der seit vielen Jahren, er leitet das Institut für Sozialforschung in Frankfurt und es steht ja immerhin in der Tradition von so Philosophen wie Adorno und Habermas. Und Sie leiten das und vielleicht in einer kleinen Klammer sind auch Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum, was mich persönlich natürlich sehr freut und ehrt. Ja, ich begrüße ebenso herzlich Herrn Dr. Harald Schwager. Er ist Mitglied des Vorstands der BASF SE und Arbeitsdirektor des Stammwerks Ludwigshafen. Man kann sagen, der BASF-Chef Ludwigshafen. Und ihn hier zu diesem Thema aufbieten zu können, ist mir auch eine ganz besondere Ehre. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schwager. Der Moderator ist für mich gleichwertig. Es ist nicht jemand, der einfach nur rochiert zwischen Positionen, sondern der sich auch fachlich voll einmischt. Ein ausgesuchter Moderator ist Dietrich Brandt vom SWR Baden-Baden. Ich schätze ihn persönlich sehr. Ich kann auch nur empfehlen, das sage ich mal vorneweg, die Forum, SWR Forum heißen Sie? SWR Forum? SWR 2 Forum, sich anzuhören, die immer sehr fachkompetent und auch immer sehr nah am Nerv der Zeit agieren. Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Brandt, für heute zugesagt haben. Mein letzter Dank, und dann höre ich auch schon auf, gilt den Sponsoren dieser Veranstaltungsreihe. Das ist die BASF, das ist die GAG Ludwigshafen, das sind die Pfalzwerke und das ist die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum. Und mein allerletzter Dank gilt den jungen Menschen vom offenen Kanal. Wir sind sozusagen im Fernsehen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, und vielen Dank für die überaus freundliche Einführung, Herr Kuhfeld. Sie haben das Stichwort Hoffnung ja genannt, das man immer nennen muss, wenn man im Ernst-Bloch-Zentrum diskutiert. Und wir werden sicher auch über die Hoffnung auf Gerechtigkeit sprechen. Das Thema ist allerdings so groß, dass wir es eingrenzen müssen. Und angesichts dieser Besetzung auf dem Podium bietet sich wahrscheinlich das Thema soziale Gerechtigkeit an. Also etwa die Frage, wer legt das eigentlich fest, was gerecht ist, was wahrscheinlich auch eine Machtfrage ist, oder wie einigt man sich darauf, was gerecht ist? Das ist eines der Probleme, mit dem sich Axel Honneth seit langem beschäftigt. Etwas flapsig könnte man sagen, das Prozedere der Gerechtigkeit. Eine Frage, die man in diesem Zusammenhang natürlich auch stellen kann, ist, warum soziale Unterschiede überhaupt akzeptiert werden und wenn sie akzeptiert werden, warum viele das dann dennoch für gerecht halten. Einerseits. Andererseits, wenn man sich Umfragen anschaut, die in den letzten Jahren gemacht wurden zu diesem Thema, wird man feststellen, dass mindestens 2/3 der Befragten immer der Ansicht waren, wir würden in keiner gerechten Gesellschaft mehr leben. Das ist also vielleicht eine der Grundfragen dann heute Abend. Ist soziale Gerechtigkeit so etwas wie das notwendige Korrektiv des Wirtschaftssystems, des Kapitalismus vielleicht? Basiert darauf noch der Sozialstaat auf diesem Ideal der Gerechtigkeit oder ist das vielleicht bereits ersetzt worden durch so etwas wie Existenzminimum oder Grundsicherung oder ist Gerechtigkeit vielleicht nur noch so etwas wie eine Parole oder ein Wohlfühlwort in der Demokratie? Die erste Frage, und vielleicht sollte ich auch noch sagen, in so einer knappen Stunde werden Sie natürlich spätestens die Gelegenheit haben, mitzudiskutieren mit diesen beiden hier. Und wir beginnen also auf diesem Podium und ich würde Sie als erstes gerne fragen, beide, und vielleicht Sie zuerst, Herr Dr. Schwager, wo sehen Sie denn gegenwärtig Gerechtigkeitsdefizite? Was fällt Ihnen da zuerst ein? Ja, vielen Dank für die erste Frage, Herr Brandt. Und zunächst mal an alle einen recht schönen guten Abend. Und direkt an den Herrn Kuhfeld. Ich nehme jetzt also allen meinen Mut zusammen, um diese Frage zu beantworten. Ja, wo gibt es Gerechtigkeitsdefizite? Es beginnt ja nun schon mit der Frage,
in welchem Rahmen und in welchem Kontext diese Frage zu beantworten ist. Beantworten wir die Frage als Weltbürger? Beantworten wir die Frage als Europäer? Beantworte ich die Frage als Deutscher, als Pfälzer, als Bewohner der Metropolregion Rhein-Neckar oder als Mensch, der jetzt hier in Ludwigshafen letztlich für den Standort Ludwigshafen verantwortet? Ein riesengroßer Unterschied. Lassen Sie mich mal ganz oben beginnen. Wenn ich die Frage im globalen Kontext beantworte, welche Gerechtigkeitsdefizite sehen wir denn im globalen Kontext, dann beginnt es in meinen Augen mit der Frage, ist es gerecht, dass es unterschiedliche Zugänge zu Nahrung gibt? Ist es gerecht, dass es unterschiedlichste Zugänge zu sauberem Wasser gibt? Ist es gerecht, dass es Zugänge unterschiedlichster Art zu verschiedensten Energieformen oder Nicht-Energieformen gibt? Das ist jetzt rein auf der Ebene eines betroffenen Menschen. Wenn ich es auf die Ebene der Staaten ziehe, die ja nun auch im globalen Kontext zum Teil denken, dann ist es die Frage, ist es gerecht, dass beispielsweise Rohstoffe extrem unterschiedlich verteilt sind auf dem Globus und damit unterschiedliche Zugänge dann am Ende auch für die Bürger unterschiedlicher Nationen existieren. Das ist die globale Ebene. Wenn wir dann auf eine regionale Ebene heruntergehen, und da nehme ich jetzt zunächst mal nur die Frage Nord-Süd. Ist es denn gerecht, dass wir absolut unterschiedliche Klimabedingungen haben, die natürlich dann unterschiedliche Lebensvoraussetzungen für Menschen generieren? Wenn wir dann, ich springe jetzt von der regionalen Ebene im Sinne von Kontinenten mal herunter, direkt unterhalb den Nationalstaat, nennen die Bundesrepublik Deutschland und nehmen da mal die Bundesländer. Ist es denn in der Bundesrepublik Deutschland gerecht, dass es unterschiedlichste Lebensbedingungen in den verschiedenen Bundesländern gibt? Und jetzt wieder zurück hoch auf den Nationalstaat. Wir sind alle gewohnt, in Statistiken zu lesen und Statistiken heranzuziehen, um zu beurteilen, ob eine Sache gerecht ist. Wir ziehen eine Statistik heran, schauen in diese hinein und fragen beispielsweise, wie ist denn der Unterschied in einem Land, in einem Nationalstaat oder in einer Region bezüglich der Einkommensverteilung von, ich nehme es einfach mal, den ärmsten 10% und den reichsten 10% in einem Nationalstaat und sagen dann, es ist gerecht oder ungerecht. Damit ziehen wir nationalstaatliche Grenzen und glauben, dass das, weil dafür Statistiken existieren, dass das dann eine gerechte Betrachtung der Lage ist, was es in meinen Augen nicht ist. Und dann nehme ich einfach eine Anleihe und springe mal nach Afrika. Da haben wir nationalstaatliche Grenzen, die in diesem Kontinent in weiten Teilen sehr wenig mit der Historie der Menschen, die da leben, zu tun haben, weil die nach wie vor sehr stark, sag mal, in Stammesabhängigkeiten agieren und bis heute zum Teil nationalstaatliche Grenzen überhaupt nicht akzeptiert haben. Gibt es auch in einigen Teilen Asiens. Von daher, der wichtigste Punkt an der Stelle ist immer die Vorab-Diskussion, in welchen Rahmenbedingungen und in welchen Grenzen diskutieren wir Gerechtigkeit, welche Statistiken ziehen wir heran. Und ich kann im Grunde genommen zu jedem Thema eine Statistik finden, die meine These stützt. Bleiben wir aber doch mal, wenn ich nachfragen darf, Herr Schwager, bevor ich die Frage an Herrn Honneth weitergebe, bleiben wir mal in diesem, meinetwegen, staatlichen Rahmen. Wo sehen Sie da vor allem Gerechtigkeitsdefizite? Ja, nehmen wir mal die Bundesrepublik Deutschland. Ich freue mich heute Abend hier besonders, dass wir zumindest einen einigermaßen ausgewogenen Altersverteilung hier haben, dass wir hier im Raum sehr junge Menschen haben und dann auch ältere Menschen. Das ist die Frage in der Bundesrepublik Deutschland, die wir ganz massiv vor der Brust haben in Zeiten des demografischen Wandels, der Generationengerechtigkeit. Wie schaffen wir in Zeiten des jetzt wirklich auf uns herniederbrechenden demografischen Wandels die empfundene Generationengerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland? Wie erlauben wir älteren Menschen ein aus deren Empfinden gerechtes Rentensystem heute versus den jungen Menschen, die in 30 Jahren eine völlig andere Lebenswelt erwarten dürfen?
Und das geht natürlich auch bis herunter auf die Unternehmensebene, bis auf in dem Falle die BASF. Wie gehen wir mit so einem Thema um? Also sehen Sie da Defizite? Schneiden die Jungen schlechter ab, die Alten schlechter ab? Es gibt eindeutig Gerechtigkeitsdefizite, aber am Ende wird, und das nehme ich mal junge Menschen und ältere Menschen, die werden die Balance sehr, sehr unterschiedlich stellen in der Bewertung, was ist gerecht. Ja, ein älterer Mensch, dem die Rente nicht erhöht wird, heute wird es als ungerecht empfinden. Ein jüngerer Mensch, der die Statistik kennt und weiß, dass das System in 30 Jahren ein Problem haben wird, der würde möglicherweise eine Rentenerhöhung als ungerecht empfinden. Und von daher ist immer die Frage, in welchem zeitlichen Kontext stelle ich diesen Punkt? Und das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Das ist eine Frage, welche man dann einnimmt. Ja. Wechseln wir die, gehen wir zu Axel Honneth. Frage ich Sie, Herr Honneth, wo, also spontan können Sie es quasi nicht mehr beantworten, aber wo sehen Sie Gerechtigkeitsdefizite? Lassen Sie mich eine ganz kurze Vorbemerkung machen. Dieser Ausdruck Gerechtigkeitsdefizite hat so seine Tücken, finde ich. Ja. Man unterstellt so ein bisschen, wir wüssten, was soziale Gerechtigkeit ist. Wir unterstellen sogar, sie sei halbwegs realisiert und messen jetzt mal ebenso die Defizite durch. Ja. In den Bereichen gibt es ein paar Defizite und dort. Vielleicht ist das... Es ist eine typisch journalistische Frage. Ja, die ist nicht philosophisch, das gebe ich zu. Die gibt es in allen Kontexten, man kann so reden. Ich will nur sagen, wir machen viele Voraussetzungen, wenn wir so reden. Und diese Voraussetzungen, über die werden wir auch im Laufe des Abends wahrscheinlich diskutieren. Was nun Ihre Frage direkt anbelangt, ich hätte genauso begonnen wie Herr Schwager, nämlich mit der Unterscheidung zunächst von zwei großen Kontexten. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns das heute klar machen. Deswegen war ich auch für die erste Antwort schon dankbar. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob wir von sozialer Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit mit Blick auf die Welt sprechen, auf die gesamte Welt sprechen, oder ob wir, ich lasse es bei diesen beiden Ebenen oder Kontexten nur, mit Blick auf die nationalstaatlichen Rahmen von sozialer Gerechtigkeit sprechen. Mit Blick auf den Globus springen natürlich Ungerechtigkeiten in den Blick, bei denen die Rede von Defiziten ein bisschen eine Untertreibung wäre wahrscheinlich. Ja? Wir kennen die Armutssituation in Afrika, wir wissen, wie ungleich die Lebenschancen zwischen den Kontinenten oder den Wirtschaftsregionen verteilt sind. Das sind massive Ungerechtigkeiten, von denen wir wahrscheinlich jeden Tag uns wieder gewissermaßen trennen müssen, um ein gutes Gewissen behalten zu können. Ja? Also wir müssen viel Verdrängung leisten, um diese Ungerechtigkeiten uns nicht tagtäglich wieder klarzumachen. Das bedeutet natürlich auch, dass wahrscheinlich unsere eigene, also in den westlich liberalen Ländern, unser eigener ökonomischer Wohlstand nicht ganz unschuldig ist an dieser miserablen Situation von anderen großen Regionen. Wenn man das zunächst mal als einen Kontext betrachtet. Darf ich nachfragen, ja. Kann man das überhaupt unter dem Blickwinkel Gerechtigkeit betrachten, wenn man das vergleicht, das Einkommen eines Chemiearbeiters oder die Lebenschancen eines Chemiearbeiters in Ludwigshafen meinetwegen und die Chancen eines Textilarbeiters in Bangladesch, der die Kleidung näht, die der Chemiearbeiter trägt. Kann man das unter Blickpunkten der Gerechtigkeit überhaupt vergleichen? Nein, das ist genau die Tücke sozusagen des Ausdrucks Gerechtigkeitsdefizit. Wir müssten vorher wissen, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Lassen Sie mich mal ganz groben, auch nur allerersten und sicherlich dann im Laufe der Diskussion sich noch weiter präzisierenden Vorschlag machen. Gehen wir mal von den Menschenrechten aus und sagen, es wäre sozial gerecht, jedes Mitglied der Menschheit, jedes Menschenkind hätte in etwa die gleichen Chancen der Entwicklung seiner sozialen Fähigkeiten und von individueller Autonomie oder Freiheit. Ja, ganz grob. Das nennen wir Gerechtigkeit. Es ginge gerecht zu auf der Welt, wenn wir sagen könnten, jeder Mensch, der geboren wird, hat zunächst am Start dieselben Chancen. Ein Leben zu führen nach seinen eigenen Vorstellungen, nach seinen eigenen Präferenzen und auch im Sinne seiner eigenen ethischen Vorstellungen. Wenn wir nur diesen ganz groben Maßstab nehmen,
bedeutet das, dass wir es mit massiven Ungerechtigkeiten zu tun haben. Da vergleiche ich keine Einkommenshöhen, die sind nicht vergleichbar, das ist mir auch klar. Ja? Ich vergleiche auch nicht direkt etwa die städtischen Lebenssituationen. All das sind, glaube ich, schiefe Vergleiche, weil wir abstrahieren dann von den auch historisch gewachsenen großen Unterschieden zwischen diesen großen territorialen Bereichen. Aber nur mit Hilfe dieses einen vagen Prinzips, das ich jetzt ins Spiel gebracht habe, kann man sich, glaube ich, klar machen, dass es diese massiven Ungerechtigkeiten weltweit gibt, sodass die westlichen Länder wahrscheinlich auch in Zukunft doch stärker unter den Druck geraten werden, sich selber die Frage zu stellen, was sie zu einer Besserstellung der in den Armutsregionen der Welt lebenden Bevölkerung zu tun. Sie tun das ja auch schon. Ja? Es ist ja nicht so, keine Bundesregierung kann ohne diese Frage ihre Geschäfte betreiben. Schon die Bevölkerung drängt darauf, aber auch der ganze internationale Kontext setzt die Bundesregierung unter Druck, doch vor Augen zu haben, dass Nord-Süd-Gefälle, die massiven sozusagen Wohlstandsunterschiede und so weiter und so fort. Aber das ist der weltweite Kontext. Wir reden aber von sozialer Gerechtigkeit genauso selbstverständlich und vielleicht sogar häufiger im nationalstaatlichen Kontext. Ja? Und ich nehme an, das, was, wenn man Umfragen machen sollte oder unternimmt und fragt danach, welche Gerechtigkeitslücken, wie das ja auch heißt, oder welche Ungerechtigkeiten die deutsche Bevölkerung verspürt, dann sind die Antworten genau in diesem nationalstaatlichen Rahmen erstmal angelegt. Das heißt, man nimmt da nicht eine Bevölkerung in Afrika als Vergleichsmaßstab, sondern andere soziale Gruppen im eigenen Land. Ja? Und eine der großen Fragen der Zukunft, über die wir heute Abend aber, glaube ich, nicht diskutieren sollten, wird die sein, wie man eigentlich diese beiden sozialen Kontexte oder die Gerechtigkeitshorizonte, die damit aufgespannt sind, in ein Verhältnis setzen kann. Das hat Herr Schwager auch schon angesprochen. Desto mehr westliche Länder sich dazu entschließen und auch ernsthaft dazu entschließen, moralisch gewissermaßen, ernsthaft dazu entschließen, etwas zur Besserstellung der Armutsregion beizutragen und damit zur Durchsetzung internationaler Gerechtigkeit, desto eher wird es möglicherweise zu Gerechtigkeitsdefiziten im eigenen Land kommen, weil das Ganze, diese Maßnahmen nur auf Kosten der massiven Einsparungen im eigenen Land möglich sein werden. Das ist ein Riesenproblem, das wir aber, glaube ich, wahrscheinlich nicht, wir können das irgendwie besprechen, aber es wuchert dann zu vielen Unterfragen und so weiter aus. Was den nationalstaatlichen Horizont anbelangt, der uns wahrscheinlich zunächst mal wie selbstverständlich vor Augen steht, weil der Begriff der Gesellschaft immer noch nationalstaatlich konnotiert ist. Ja? Wenn wir von Gesellschaft reden oder unserer Gesellschaft, meinen wir zumeist die deutsche, der Franzose meint die französische, und wir führen auch Gerechtigkeitsdiskussionen mit Blick auf diesen nationalstaatlichen Kontext. Dann springen mir sozusagen als die massivsten Ungerechtigkeiten sicherlich die auch hier in Deutschland weiterhin bestehenden massiven Unterschiede in sozialen Chancen und in Lebenslagen ins Auge, die zum großen Teil mit Arbeitsmarkt zu tun haben, die zum anderen Teil sicherlich auch mit dem Bildungssystem zu tun haben, damit aber auch die ja zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit deutlich zunehmenden Armutszahlen in Deutschland, ja, von denen ja immer ganz bestimmte Kleingruppen betroffen sind, ja, alleinerziehende Mütter ohne stabile Arbeitstätigkeit, Ältere mit sich verknappenden Renten. Das sind Ungleichslagen, die in den letzten Jahren zumindest gefühlt zugenommen haben. Das ist, glaube ich, auch bestätigt. Das ist dann der Armuts- und Reichtumsbericht zum Beispiel der Bundesregierung, der das in den letzten Jahren sehr stark feststellt, dass das auseinanderdriftet. Muss man sich damit abfinden mit sozialen Unterschieden und trotzdem weiter über Gerechtigkeit sprechen,
Herr Schwager, kann man das tun? Ich zitiere mal einen anderen Ludwigshafener, ist ein Medienphilosoph, Norbert Bolz, der hier gebürtig ist und wahrscheinlich zu Ernst Bloch inzwischen sehr entgegengesetzt steht. Der hat in einem Buch vor einem Jahr geschrieben, das Gefühl fordert immer Gerechtigkeit, also insbesondere soziale Gerechtigkeit, Ausgleich. Man muss etwas dagegen tun. Und hat dann etwas rhetorisch die Frage gestellt, und der Verstand? Sagt der, soziale Unterschiede muss man hinnehmen? Wir alle wissen, glaube ich, dass wir am Ende immer mit sozialen Unterschieden leben werden. Weil wir könnten ja nun diese Frage auf den Kopf stellen und sagen, können wir uns vorstellen, dass wir in einer Welt, und jetzt gehe ich herunter auf den Nationalstaat, in einem Nationalstaat absoluter Gleichheit leben würden, dann ist die natürliche Antwort von jedem Einzelnen wahrscheinlich nein, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Und allein aus der Unterschiedlichkeit von Menschen entstehen dann Unterschiede. Und deswegen ist es am Ende wirklich eine Frage, wie stelle ich die Balance ein? Und da kommt dann hinein, welche Historie hat ein Nationalstaat, welche Historie hat ein kollektives Bevölkerungsgedächtnis. Und das kollektive Bevölkerungsgedächtnis ist nämlich das Beispiel Frankreich und das Beispiel Deutschland, hatten Sie ja erwähnt, dass man da sicherlich in den Nationalstaaten denkt, ist sehr unterschiedlich. Und das wiederum führt natürlich auch zu einem sehr unterschiedlichen Gerechtigkeitsempfinden in verschiedenen Nationalstaaten. Bleiben wir aber dennoch in Deutschland. Selbst innerhalb von Deutschland haben wir ein sehr, sehr unterschiedliches Empfinden bei diesem Thema. Nehmen wir nur mal Mauerfall und die jüngere Geschichte, 20 Jahre. Bei der Frage an die alte westdeutsche Population bekommen wir völlig andere Antworten als bei der exakt gleichen Frage bei der alten ostdeutschen Population. Kann man sehr schön nachvollziehen, gibt es ausreichend viele Studien dazu und ist auch aufgrund des kollektiven Gedächtnisses der beiden Populationen leicht erklärbar. Also Ostdeutschland möchte mehr Annäherung, Westdeutschland findet sich mit mehr Unterschieden ab. Und wir nehmen wir mal als Beispiel die Debatte, die wir im Ost-West-Ausgleich heute noch führen und wie lange wir glauben, einen Transfer machen zu müssen, gemeinschaftlich. Ja, der eine mehr, der andere weniger, aber wir sind der Überzeugung, glaube ich, als Bewohner der Bundesrepublik Deutschland, dass es noch geraume Zeit notwendig ist, um einen Transfer von West nach Ost durchzuführen. Wenn man die Diskussion, begrüße ich die Frau Lohse, hier in der Stadt Ludwigshafen führt und dann den Vergleich zwischen Kommunen im Westen mal anstellt, dann ist schon die Frage erlaubt, ist es denn gerecht, dass Kommunen in Westdeutschland mit sehr, sehr großen Defiziten, mit sehr, sehr großen nicht verschuldeten Defiziten leben müssen, in dem Wissen, dass das große Kollektiv glaubt, dass dieser Transfer notwendig ist. Und wenn wir uns, und das muss ich zu den Älteren hier im Raum schauen, wenn wir uns 30 Jahre zurückerinnern, dann gab es auch damals im alten Westen genauso große Unterschiede, ich sage mal, zwischen der Westpfalz und dem prosperierenden Stuttgarter Raum. Das ist eine gute Fahrstunde, riesengroße Unterschiede in Bildungschancen, in Arbeitsplatzchancen, in Freiheitschancen, letztlich den ganzen Kontext, den Professor Honneth eben aufgemetert hat, den haben wir hier in einem ganz, ganz kleinen geografischen Raum im Grunde genommen vor Augen, wenn wir ihn vor Augen haben wollen. Da wir uns jetzt aber in den letzten 20 Jahren daran gewöhnt haben, den Rahmen groß zu ziehen, nämlich nur noch Ost-West zu denken, weil das dominiert die großen Medien, fällt ein bisschen in meinen Augen das Betrachten der lokalen Umstände, und da kann man nun Ludwigshafen wirklich als ein Beispiel heranziehen, wo man schon die Frage stellen kann, ist es denn richtig, dass wir in Magdeburg noch die kleinste Hinterstraße auch noch saniert bekommen? Und in Ludwigshafen haben wir große Verkehrsadern, wo wir genau wissen, welche Probleme wir haben. Sie merken, ich will eigentlich ein bisschen auf die Frage hinaus, wenn man sich damit abfindet, dass es soziale Unterschiede gibt und meinetwegen auch zwischen Kommunen, die natürlich dann wieder über Lebenschancen oder Bildungschancen und Chancengerechtigkeit auch bei Heranwachsenden entscheiden.
Die Frage ist, wenn man sich damit abfindet, gibt man das Ideal der Gerechtigkeit damit auf und sagt, für einen Teil der Bevölkerung, die Herr Honneth erwähnt hat, vielleicht die unten, die Gruppe nimmt zu, auch wegen des Niedriglohnsektors, finden wir uns damit ab. Da gibt es Existenzminimum und versuchen das zu finanzieren. Ja, abfinden heißt ja nicht kapitulieren. Abfinden heißt in meinen Augen, man akzeptiert, dass es Unterschiede gibt. Das heißt aber nicht, dass man danach strebt und danach streben sollte, nach den vorgenannten Definitionen aus dem jeweiligen Blickwinkel gerechtere Unterschiedlichkeit herbeizuführen. Meine Aussage war, dass es immer Unterschiede geben wird. Das heißt aber nicht, dass wir die derzeitigen Unterschiede letztlich betonieren müsste und einfrieden müsste. Nein, wir müssen immer daran arbeiten, dass wir am Ende in einer Welt leben, wo insgesamt, und jetzt bleiben wir auch mal in Deutschland, insgesamt das Wohlstandsniveau steigt. Das ist ein Punkt. Da können wir ja nun dran arbeiten. Wir haben ja das Handwerkszeug. Und die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zeigt ja, dass es gelungen ist. Es wird ja nun heute keiner behaupten, dass das durchschnittliche Wohlstandsniveau 1950 nach 60, nach 70, jetzt mache ich einen großen Sprung, dass ich nicht so lange rede, nach 2010 nicht angestiegen ist. Das behauptet ja niemand. Er ist ja angestiegen. Die Frage ist nur, wie hat sich die Spreizung in dieser Zeit verändert? Und wenn wir dann auf einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Zeitstrahl, und wir leben jetzt in 2010 und betrachten jetzt die gefühlte Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, und da müssen wir natürlich dran arbeiten und für eine Annäherung sorgen. Gefühlte Gerechtigkeit. Kann man das überhaupt messen? Kann man sich darauf einigen? Ich benutze das Beispiel, das fast alle Kollegen, Journalistenkollegen benutzt haben in den Zeiten der Krise. Was ist gerecht, das Einkommen für eine Krankenschwester im Vergleich zum Einkommen eines Managers? Herr Honneth, geht es immer um so etwas wie Gefühltes dabei? Nein, überhaupt nicht, finde ich. Also Sie nehmen mir die Chance, auf diesen Einfall von Herrn Bolz zu reagieren, was ich gerne ganz kurz tun würde. Ich glaube, dass die Sache der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit ebensowohl eine Sache des Herzens oder des Gefühls ist wie eine Sache des Verstandes. Ich glaube, wir können ebenso wenig mit der Feststellung leben, dass etwas ungerecht ist, wie mit der Feststellung, dass etwas unwahr ist. Das sind einfach zwei Regionen sozusagen unseres Verstandes, in denen wir sozusagen mit Unbehagen reagieren, wenn entweder etwas, was für gerecht gehalten wird, infrage gestellt wird, oder etwas, was für wahr gehalten wird, bezweifelt wird. Insofern glaube ich, dass diese Unterscheidung von Gefühl und Verstand überhaupt nichts taugt. Das hängt nun natürlich alles davon ab, wieder, was verstehen wir eigentlich unter sozialer Gerechtigkeit. Es gibt eine gewisse Tendenz, auch in Ihrer Frage schon und sicherlich bei Norbert Bolz, soziale Gerechtigkeit sofort mit sozialer Gleichheit gleichzusetzen. Das halte ich für ein Riesenmissverständnis. Ja? Die soziale Gerechtigkeit verlangt in den wenigsten sozusagen philosophischen Traditionen, die ich kenne und überblicke, so etwas wie eine materielle Gleichstellung. Natürlich gibt es solche Gerechtigkeitstheorien, aber sie sind heute eher in extremer Minderheit. Ja? Ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung wie selbstverständlich unter sozialer Gerechtigkeit die Idee der materiellen Gleichheit versteht. Es gibt unzählige Untersuchungen, ein Kollege hat die mal zusammengestellt, ein Kollege aus England, die deutlich machen, dass die Bevölkerung normalerweise, und das ist hochinteressant, ich vermute, das lässt sich auf die Bundesrepublik übertragen, obwohl diese Ergebnisse eher aus dem angelsächsischen und französischen Sprachraum kommen, die Bevölkerung neigt dazu, zwischen drei ganz unterschiedlichen Sphären in einer Gesellschaft zu unterscheiden, um zu sagen, dass dort jeweils unterschiedliche Gerechtigkeitsprinzipien herrschen. Unterschieden wird nämlich der ganze Bereich der privaten Verhältnisse und der Familien von dem Bereich der Ökonomie, der Arbeitswelt, der Arbeitsgesellschaft und dem Bereich des politisch-öffentlichen Raumes. Und ich glaube, mit großer Selbstverständlichkeit sagt man sich, in der Familie herrscht auch ein anderes Prinzip der Gerechtigkeit oder ein anderes Prinzip der Verteilung von Gütern und dessen, was wir für notwendige und moralisch geforderte Rücksichtnahme halten, als im Bereich der Arbeitswelt und wiederum andere als im Bereich der politisch-öffentlichen Willensbildung und des politischen Raumes. Und die können Sie da Beispiele nennen? Ja, Herr Honneth, die grobe Vorstellung ist die,
Das ist alles nur Zitat gewissermaßen, von Untersuchungen, die herauszukriegen versuchen, was ist denn nun so die öffentliche Gerechtigkeitserwartung? Ja? Für Familien wird sehr häufig unterstellt, dass hier nach Prinzipien des Bedürfnisses, der individuellen Lage hin verteilt wird und Rücksicht genommen wird. Ja? Nicht, die Kinder sollen nicht alle gleich irgendwie vom Essen bekommen, sondern der, der hungriger ist, kriegt auch mehr. Der, der morgen Sportunterricht hat, soll heute ein bisschen mehr essen und so weiter. Das sind Intuitionen darüber, dass in der Familiensphäre andere Ideen herrschen sollten und Prinzipien herrschen sollten. Ist die Frau in einer Notlage, ist sie krank, hat der Mann sich um sie zu kümmern. Da wird kein Zeitbudget geführt darum, wie die Arbeitszeit verteilt ist, sondern zumeist herrscht intuitiv die Vorstellung, jedem nach seinen Bedürfnissen und jedem nach seinen Fähigkeiten. Im Bereich der Arbeitswelt ist erstaunlicherweise ja bei fast allen Mitgliedern unserer Bevölkerung, deswegen ist das auch so ein eigentümliches Thema, die Idee der Leistungsgerechtigkeit vorherrschend. Ja? Also ich glaube, es gibt ein massives Bewusstsein davon, dass in der ökonomischen Welt eigentlich gewisse Prinzipien der Leistung vorherrschen sollten und dass dementsprechend gemäß diesem Prinzip verteilt Status, Lebenschancen auch verteilt werden sollen. Da ist das große Problem, über das wir vielleicht noch sprechen werden, was eigentlich Leistung heißt. Vollkommen undurchsichtig und heute in aller Munde, aber ich sehe gar nicht, auf welchen Boden wir kommen, wenn wir diese schwierige Frage diskutieren. Und im politisch-öffentlichen Raum herrscht auch fast immer die Vorstellung der Gleichheit. Nämlich, jeder sollte über die gleichen Rechte verfügen wie alle anderen. Also da ist Gleichheit, politisch-öffentlicher Raum, genau. Vor dem Gesetz. Leistung, Gleichheit, Bedürfnisse. Okay. So, ganz grob. Darf ich den zweiten Bereich herausgreifen, Herr Honneth? Ja. Auch deshalb, weil Herr Schwager in einer Rede, die ich dankenswerterweise bekommen habe, gesagt hat, dass diese soziale Marktwirtschaft mehr Leistungsgerechtigkeit braucht. Das hat Herr Honneth problematisiert. Man muss darüber sprechen, was ist eigentlich überhaupt Leistung? Das würde ich gerne als zweite Frage sozusagen aufnehmen. Die erste Frage lautet natürlich, warum mehr Leistungsgerechtigkeit? Am Ende reden wir an der Stelle in meinen Augen über die Frage der Verteilung, wie viel der zur Verfügung stehenden Mittel können wir uns erlauben, in den Wohlfahrtsstaat zu geben und wie viel der zur Verfügung stehenden Mittel müssen wir in den Teil unserer Volkswirtschaft geben, die dazu beiträgt, dass wir Wohlfahrtsgewinne erzielen können. Und das ist dann der Unterschied, letztlich, wo entsteht Mehrwert? Durch Leistung. Und wo wird von diesem generierten Mehrwert auf Basis des sozialen Ausgleiches und wegen der Notwendigkeit des sozialen Ausgleiches letztlich der Sozialstaat gestützt, dass wir ein soziales Miteinander und ein gerecht empfundenes Miteinander überhaupt alle erleben dürfen. Und da ist dann am Ende die Frage, wie viel Steuersubstrat braucht der Staat als Ganzes, um den Wohlfahrtsstaat, den wir, glaube ich, alle inhaliert haben, mit dem wir alle groß geworden sind, den auch sicherlich niemand abschaffen will, um den in einer Größenordnung zu halten, dass diejenigen, die dazu beitragen, dass wir uns den Wohlfahrtsstaat leisten können, noch bereit sind, zum einen die Mobilen, die Hochqualifizierten hier zu bleiben, und die weniger mobilen, aber dennoch sehr arbeitsschaffenden und sehr fleißigen Menschen sich gerecht behandelt fühlen. Und da sind wir dann bei einer sehr, sehr spannenden Debatte, die in meinen Augen auch wieder zu dem Punkt, den ich eingangs machte, nämlich zur Generationengerechtigkeit führt, weil wir aus verschiedensten Gründen, die, glaube ich, eher im öffentlich-rechtlichen Raum liegen, über die Geschichte der Bundesrepublik eine stets steigende, letztlich Staatsverschuldung hingenommen haben, die dann zunächst mal durch eine höhere Schaffung von Mehrwert in Teil auch wieder gegenkompensiert werden konnte. Das heißt, die strukturellen Defizite waren in den Anfangstagen der Bundesrepublik sicherlich sehr, sehr klein. Wir haben aber
vor 20 Jahren einen Beginn eines geopolitischen Shifts erlebt, nämlich mit dem Fall der Mauer, was am Ende nichts anderes als das Ende des Kommunismus und damit des Neueintritts von 2 Milliarden Menschen in die Wettbewerbssphäre bedeutet und damit eine komplett, und Professor Honneth hat es vorhin angedeutet, eine komplett veränderte Situation in der Verteilung von geschaffenem Mehrwert in der globalen Sphäre. In der Vergangenheit war das lokal eingegrenzt, nämlich der Westen schafft Mehrwert und exportiert Güter, Dienstleistungen in letztlich abgeschottete Märkte, wo sich Menschen nicht entfalten konnten. All diese Menschen sind heute willens und willig, sich ebenfalls zu entfalten und sollen das auch tun. Schon, das muss ich leider nochmal, Herr Professor, auf die globale Gerechtigkeit kommen. Sie, Herr Schwager, was heißt denn mehr Leistungsgerechtigkeit? Also nehmen Sie das Beispiel, heißt, das Sie gewählt haben, ja, Wohlfahrtsstaat. Mehr Leistungsgerechtigkeit. Oder Wohlfahrtsgewinne, mehr, damit ist wahrscheinlich die mehr Wirtschaft Leistungsgerechtigkeit, gemein. Ganz kurz zusammengefasst, heißt am Ende die Balance zwischen dem Anteil des Wohlfahrtsstaates und dem Anteil des mehrwertgenerierenden Teils der Bundesrepublik Deutschland das, so zu ist adjustieren. Das die Wirtschaft, zu readjustieren. Nein, das ist letztendlich ist ja nicht nur die Wirtschaft mehrwertgenerierend. Wenn, jetzt schaue ich zu Professor Honneth, wenn er eine Studie erarbeitet und wir anhand dieser Studie die Bundesrepublik Deutschland fortentwickeln können, dann entsteht da ja auch ein Mehrwert draus. Ja? Der reine Wohlfahrtsempfänger, der trägt letztlich durch die Verausgabung der ihm zufließenden Mittel natürlich zum Bruttoinlandsprodukt bei, ist aber nicht zwingend mehrwertschaffend. Das ist mein Punkt. Und mehr Leistungsgerechtigkeit heißt am Ende, die Balance zwischen diesen beiden Sphären zu readjustieren, weil wir über 60 Jahre Bundesrepublik eine Situation gesehen haben, dass der relative Anteil am Gesamten immer stärker in Richtung Wohlfahrtsstaat gelaufen ist, auch finanzierbar, solange auch gar kein Problem. Jetzt kommen wir aber, dann muss ich nochmal zurückkommen zu der vorhin gemachten Aussage, wir sind jetzt in Zeiten des demografischen Wandels, wir werden bald erleben, dass wir weniger Beschäftigte als Rentner haben werden. Das dauert zwar noch ein paar Jahre, aber wir kommen dahin. Und dann ist allein aus diesem Grunde die Frage auf dem Tisch, kann denn dieser kleinere Teil überhaupt ausreichend Mehrwert schaffen, um diesen Wohlfahrtsstaat letztlich noch zu stützen? Das heißt, wir müssen möglichst die vor uns liegenden Jahre zu einer langsamen, kleinen Readjustierung nutzen, dass die Leister eben auch tatsächlich bereitwillig hier bleiben und diesen Mehrwert dann auch noch schaffen, weil die haben ja, viele von denen haben Alternativen. Herr Honneth, also die Frage, was ist Leistung, haben Sie aufgeworfen? Wie bewertet man Leistung, um sie dann gerecht bewerten zu können? Und die Hauptfrage an Sie als Philosoph, auf welcher Basis kann man überhaupt von Leistungsgerechtigkeit sprechen? Ja, komplizierte Fragen, ja. Lassen Sie mich mal zunächst damit, die Grundüberlegung von Herrn Schwager zunächst mal vollkommen richtig fand. Ich glaube, die grundsätzliche Idee des Sozialstaates ist es, dass der Teil an ökonomischem Mehrwert, der in der Wirtschaft erarbeitet wird, und Wirtschaft heißt jetzt ja im wachsenden Maße Dienstleistungsbereich und die schwer in ihrem Arbeitscharakter überhaupt noch durchschaubaren Produktivitätsbereiche, Wissensproduktion, Informationstechnologie und so weiter, dass also der dort, ein Teil des dort erarbeitenden Mehrwerts gewissermaßen umverteilt wird zugunsten sozialstaatlicher Leistungen, die die Aufgabe haben, allen Mitgliedern unserer Gesellschaft die Wahrnehmung ihrer Rechte zu ermöglichen. Das ist der Grundgedanke. Aus diesem Grundgedanken heraus haben sich ja dann das entwickelt, was wir soziale Rechte nennen, nämlich die Vorstellung, dass jeder hier Aufgewachsene
über ein Recht verbürgt, ja, einen Rechtsanspruch verbürgt, im Falle materieller Notlage die finanzielle, materielle, soziale Unterstützung zu erhalten, die es ihm ermöglicht, seine liberalen und politischen Rechte wahrzunehmen. Also insofern gibt es einen engen Zusammenhang zwischen dieser Idee der Rechtsgleichheit und dem Gedanken des Sozialstaats. Der Sozialstaat soll diese Rechtsgleichheit ermöglichen. Und zwar in dem Sinne, dass eben nicht nur die liberalen Rechte, also die ganzen Freiheitsrechte und die politischen Teilnahmerechte bestehen, sondern dass diese Rechte auch wahrgenommen werden können. Jemand, der in Armut lebt, wird eben kaum wahrnehmen können seine Freiheitsrechte. Der kann nicht reisen, der kann sich keine Meinung durch die Beschaffung von Zeitungen bilden und so weiter. Also die Freiheitsrechte verlangen eine gewisse materielle Absicherung. Das ist der Grundgedanke. Die Idee der Leistungsgerechtigkeit habe ich zunächst, auch wenn sie in den letzten Jahren stark innerhalb der Politik immer wieder adressiert wurde, anders verstanden als Herr Schwager, obwohl ich jetzt verstehe, was manche damit meinen. Ich habe das nie darunter verstanden. Lass mich sagen, was ich darunter verstehe. Der Teil, der nach der Umverteilung in den Sozialstaat als, sagen wir mal, Mehrwert innerhalb des ökonomischen Sektors übrig bleibt, der sollte nach Gesichtspunkten der Leistungsgerechtigkeit verteilt werden. Ja? Also der sollte nicht gewissermaßen strikt gleich verteilt werden. Nicht jeder soll für seine Arbeit genau dasselbe an finanzieller Belohnung erhalten. Das wäre irgendwie eine planwirtschaftliche Vorstellung vielleicht. Ja. Es gab solche Überlegungen in Skandinavien einen gewissen Zeitraum lang, heute auch nicht mehr. Sondern irgendwie teilen wir wahrscheinlich im hohen Maße die Vorstellung, dort sollte es nach Gesichtspunkten, also bei der Abschöpfung und Umverteilung des dort erwirtschafteten Wertes, sollte es nach Gesichtspunkten der Leistungsgerechtigkeit zugehen. Das heißt, jeder sollte den Anteil erhalten, der gerechtfertigt ist mit Blick auf seinen eigenen Beitrag zu dieser Produktivität. Das ist, glaube ich, der Kerngedanke der Leistungsgerechtigkeit. Ist das an Arbeit gebunden? Ja, es ist an die Chance der Arbeit gebunden, würde ich mal sagen. Ja? Diese Idee der Leistungsgerechtigkeit setzt nun zwei Dinge voraus. Und die muss man sich, glaube ich, immer klar machen. Die sind im Allgemeinen auch, glaube ich, in unser aller Bewusstsein vorhanden, auch wenn wir uns manchmal die Implikationen nicht deutlich machen. Sie setzen einerseits voraus etwas, was wir individuelle Chancengleichheit nennen. Und sie setzt andererseits etwas voraus, was wir Leistungsbewertung nennen können. Ja? Also Leistungsgerechtigkeit setzt voraus, dass jeder eine Chance besitzt, die Talente tatsächlich zu entwickeln und zu fördern in sich, die ihn in die Lage versetzt, auf dem Wettbewerb zu konkurrieren, im ökonomischen Wettbewerb zu konkurrieren. Das ist der Hintergrund, glaube ich, der Idee der Leistungsgerechtigkeit. Ohne Chancengleichheit können wir über Leistungsgerechtigkeit überhaupt noch nicht mal beginnen zu reden. Ja? Gäbe es die nämlich nicht, dann wären nur ganz wenige überhaupt in der Lage, vom Prinzip der Leistungsgerechtigkeit überhaupt zu profitieren, weil die meisten überhaupt gar nicht dazu aufgrund der sozialen Herkunft in der Lage wären, Talente zu entwickeln, Begabungen zu entfalten, die sie in die Chance versetzen, Leistung zu erbringen, ja, Beiträge zu erbringen, etwas ihnen Angemessenes zu leisten, für das sie dann auch angemessen belohnt werden. Der zweite Sockel dieser ganzen Idee der Leistungsgerechtigkeit, das ist der erste, individuelle Chancengleichheit. Das ist in vielerlei Munde, ich weiß gar nicht, ob wir uns immer klar machen, was das wirklich bedeuten würde, wenn wir individuelle Chancengleichheit verwirklichen würden. Aber dazu vielleicht gleich noch ein Wort. Der zweite Grundpfeiler ist natürlich der, den ich angeschnitten habe, der angemessenen, fairen Bewertung des Beitrags. Das ist ein Dunkelfeld sondergleichen. Ja? Wie bemessen wir eigentlich solche Leistungen? Das war in einer Zeit industrieller Arbeit vielleicht noch überschaubar. Desto weiter die Arbeit sich entmaterialisiert hat, ja, desto stärker Dienstleistungen eine Rolle spielen, desto undurchsichtiger wird es eigentlich, wie wir gerecht den Beitrag, den eine Person erbringt in ihrer Arbeit,
bewerten und dementsprechend entlohnen oder vergüten wollen. Ja? Das ist ein Dunkelfeld sondergleichen, in das man natürlich hineinstoßen sollte. Man sollte sich das alles mal klar machen und die Intuition, von denen Sie gesprochen haben, sich überhaupt erst einmal vor Augen führen. Natürlich haben wir intuitiv die Vorstellung, dass es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, dass eine Pflegekraft, die 8-9 Stunden unter erbärmlichen Bedingungen und psychisch hohem Stress in einem Sterbeheim verbringt oder in einem Krankenhaus verbringt, in der Intensivstation, viel weniger erhält als ein Hochschulprofessor. Weil für die Ausbildung weder meine Eltern noch ich Großes bezahlt haben. Ja? Ich meine, früher war der Gedanke, wenn für die Ausbildung bezahlt wird, muss das ja später in Rechnung gestellt werden. Wir haben in wenigen Bundesländern haben wir Studiengebühren. Ja? Die Schulen nehmen keine Schulgelder. Also ist Ausbildung frei. Warum soll also die längere Ausbildungszeit dazu führen, dass meine Arbeit höher vergütet wird? Ein Argument dafür ist, weil ich eben länger darauf warten muss, in den Genuss eines Einkommens zu kommen. Und da sollte man natürlich in Rechnung stellen. Ich will zunächst an diese Intuition heran. Irgendwie hat ja die Idee von Leistung etwas mit, früher hatte sie etwas, glaube ich, mit Aufwand, ja, mit tatsächlich materiell-physischer Arbeit zu tun. All das können wir heute gar nicht mehr zum Bezugspunkt nehmen. Sie hat aber etwas damit zu tun, glaube ich, mit welcher Ernsthaftigkeit, auch mit welcher professionellen mit welchem professionellen Engagement in dem eigenen Bereich eine Arbeit verrichtet wird, sodass ein Beitrag zu diesem Volkseinkommen geleistet wird. Dazu zählt natürlich auch die Arbeit des Hauptschullehrers, der nun nicht direkt einen Mehrwert erbringt, aber ohne dessen Arbeit wir noch nicht mal die Arbeitskräfte bekämen, die dann später den Mehrwert erbringen sollen. Der Hauptschullehrer leistet sehr viel, ja? Der hat einen 8-Stunden-Tag und ich möchte nicht dessen Nerven haben müssen, wenn ich in irgendeinem Bezirk in Berlin diese Arbeit zu verrichten hätte. Der leistet verdammt viel Arbeit, genauso viel wie mit hohem Risiko ein Bundesbahn, wie nennt man die Fahrer, ja? Einer, der ein ICE fährt. Ja? Das heißt, ich glaube, hier gibt es extrem kontrastierende Intuitionen, die allesamt heute beinahe sprachlos bleiben, weil der Ausdruck Leistung irgendwie gepachtet scheint von denjenigen, die gewissermaßen ökonomische Produktivität am Markt direkt erbringen. Und das empfinde ich als eine Ungerechtigkeit, als eine wirkliche Ungerechtigkeit. Nicht dass ich wüsste, wie wir gerechter verteilen nach Leistung. Aber ich finde, wir sollten die Frage stärker wieder politisieren und moralisieren. Wir sollten uns ernsthafter die Frage stellen, wo eigentlich Intuitionen da sind und welche Intuitionen da gerechtfertigt sind. Wir sollten auch darüber nachdenken, ob nicht die Realisierung von Leistungsgerechtigkeit doch im höheren Maße mit der Bereitstellung von individueller Chancengleichheit zu tun haben. Derjenige, der in einem sozialen Randbezirk aufwächst, der hat vom ersten Tag seines Lebens an geringere Chancen, jemals seine Begabung so weit zu entwickeln, dass er dann auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren kann. Vielleicht, das weiß, zeigt jede empirische Untersuchung, jede. Wir wissen das alles und trotzdem gehen wir natürlich da nicht dran. Das sind alles, also in Ihren Worten, Ungerechtigkeitsdefizite im Rahmen der Leistungsgerechtigkeit. Auf den Punkt wollten Sie jetzt eingehen, nicht auf das Dunkelfeld der fairen Bewertung, sondern auf diesen Punkt der individuellen Chancengleichheit. Auf beides. Ja. Zunächst mal auf den Punkt individuelle Chancengleichheit, hat Professor Hornet gesagt. Und Sie haben auch gesagt, es ist sehr, sehr schwer vorstellbar für uns alle, uns auszumalen, wie wir so etwas überhaupt herstellen könnten. Ich glaube, wir könnten die gesamte Wissenskapazität der Bundesrepublik Deutschland zusammenfassen und uns nur um dieses Thema kümmern und wir kämen nicht mit einem Vorschlag, weil ich der wirklichen Überzeugung bin, eine individuelle Chancengleichheit ist schlichtweg nicht herstellbar, weil Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, selbst wenn wir den Rahmen kleiner ziehen auf eine Kommune, allein die Frage, in welchem Krankenhaus komme ich auf die Welt, da beginnt es schon. In welchen Kindergarten gehe ich? Dann sind wir beim Thema der Bildung, Bildungsgerechtigkeit, wie gehe ich damit um? Also da bin ich wirklich überzeugt, ja, wir müssen das bestmöglich finanzierungstechnisch Leistbare
versuchen und uns anstrengen, da möglichst eine Gerechtigkeit zu erzeugen. Eine Gleichheit werden wir nie erreichen. Das als kurze Bemerkung zum Thema, ist individuelle Chancengleichheit überhaupt möglich? Ich glaube, nein. Dann zum Thema des Dunkelfelds. Ich glaube, in der westlichen Welt, und die Bundesrepublik Deutschland gehört ja nun dazu, leben wir jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten, ja im Grunde genommen, bleibe ich mal in Deutschland, mit der sozialen Marktwirtschaft, mit dem Systemimperativ des Wettbewerbs. Und Sie haben die Frage gestellt, warum verdient oder bekommt eine, Sie haben das Beispiel der Pflegerin gewählt, des Hochschulprofessors, wir könnten beliebige andere Beispiele nehmen. Sie könnten den Vorstand der BASF nehmen und Sie könnten den Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe der Stadt Ludwigshafen nehmen. Am Ende, da wir in dieser Gedankenwelt des Wettbewerbs groß geworden sind, warum gibt es da Unterschiede? Es gibt schlichtweg um unterschiedliche Stellen auch einen riesengroßen Unterschied im Wettbewerb um die Stelle. Wie viele Menschen aus einer Population können sich Kraft eigener Leistung, eigener Vorbildung, auch unter unterschiedlichen Chancen, die natürlich auch da waren, um eine Stelle bewerben? Und das bestimmt natürlich am Ende den Preis für diese Stelle. Und damit bekommen wir ganz automatisch Unterschiede. Ob die relative Unterschiedlichkeit dann so ausgeprägt sein muss, wie sie ist, das ist wieder eine ganz andere Debatte. Da spielen wieder ganz andere Faktoren eine Rolle. Ist denn eine bestimmte Stelle eine mobile Stelle? Ist es eine immobile Stelle? Hat einen riesengroßen Einfluss. Und da sind wir schon wieder über den bundesrepublikanischen Kontext ganz schnell hinaus, wenn es sich um eine mobile Stelle handelt. Aber das ist ja ein sehr spannender Punkt, weil das ist ein Marktgeschehen, sein Arbeitsmarkt, auf dem man seine Arbeitskraft verkauft. Da kann man auch großes Pech haben, wenn man in eine falsche Konjunktur kommt oder gekommen ist als Ingenieur, wurde man doch Taxifahrer, obwohl man hervorragend ausgebildet war und vielleicht in den richtigen Kindergarten gegangen ist. Klappt es trotzdem alles nicht, weil der Markt nicht funktioniert hat? Oder sagen wir vielleicht auch so, der Markt, ich benutze das Wort Ungerechtigkeiten, erzeugt. Wie kann man mit diesen Ungerechtigkeiten umgehen? Gibt es da sowas wie eine Aufgabenverteilung? Dann gibt es ein Korrektiv, meinetwegen der Staat ist ein Korrektiv dazu. Ja, ich meine, damit haben wir, wenn ich den Aufschlag machen darf, damit haben wir ja nun in den letzten 60 Jahren leben gelernt. Wir hier in Deutschland haben ja genau diese Aufteilung. Wir haben die soziale Marktwirtschaft und nicht die reine Marktwirtschaft. Das heißt, wir haben ein Regulativ für uns alle akzeptiert, mit dem wir diese Bundesrepublik Deutschland nach vorn bringen wollen. Das heißt, der Staat hat zunächst mal die wesentliche Aufgabe, den Ordnungsrahmen, die Rahmenbedingungen zu setzen. Die müssen immer wieder an den Zeitlauf angepasst werden. Deswegen gibt es auch immer wieder neue Regulierungen, Reregulierungen, was dann häufig verstanden wird, dass sie dann plötzlich besser wären als die alten, was nicht immer der Fall ist. Und wir haben den Bereich der Wirtschaft, den ich jetzt wirklich sehr weit fasse, weil es geht jetzt nicht nur um die güterproduzierende Industrie, sondern es geht auch um den Dienstleistungssektor, es geht auch um die Finanzwirtschaft. Es ist mittlerweile ja wirklich eine Wirtschaft geworden. Da können wir gerne auch noch wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber diskutieren, wenn wir über Finanzmarktregulierung nach der Krise reden. Und wir haben diese Ausgleichsmechanismen in der Bundesrepublik Deutschland nun sicherlich in meinen Augen besser dargestellt als in manch anderem Land in Europa. Wir haben auch Methoden gefunden, wie wir uns austauschen, wie denn die Balancierung stattfinden muss. Und von daher bin ich wirklich der Überzeugung, auch wenn die soziale Marktwirtschaft in Misskredit geraten ist, gerade in Zeiten der Krise, wo sag mal, wir hatten ja auch in unserem Titel heute Hoffnung, wo viele Hoffnungen zerstoben sind von Menschen, in den letzten beiden Jahren, insbesondere im Jahr 2009, haben wir dennoch, wenn wir die jüngsten Umfragen vom Allensbach-Institut nehmen, ein in der letzten Zeit wieder massiv gestiegenes Vertrauen der bundesrepublikanischen Bevölkerung in die soziale Marktwirtschaft. Wir waren ja abgerutscht im Tief der Krise auf gerade mal noch
31 Prozent. Aber Herr Schwager, gibt es da Möglichkeiten, sozusagen korrigierend einzugreifen für den Staat? Wäre ja eine Frage. Gibt es sozusagen überhaupt grundsätzlich diese Möglichkeit? Sollte es die geben? Und wenn man es konkret ausgestaltet, es gibt dann ja Diskussionen, die mögen teilweise populistisch gewesen sein während der Krise, wo man gesagt hat, es gibt so eine Obergrenze, meinetwegen für das Einkommen von TV-Moderatoren oder für Manager oder für wen auch immer. Nee, am Ende ist ja das, was der Staat tut, ist, dass er sich von denjenigen, die Mehrwert schaffen und dafür eine Entlohnung erhalten, sich das notwendige Steuersubstrat in dem Maße besorgt, wie er gerade weiß, wo er noch die Linie ziehen kann. Ob es die Einkommensteuer ist, ob es die Mehrwertsteuer ist, ob es die Kapitalertragssteuer ist. Es gibt ja in diesen Fachkreisen eine Debatte darüber, was denn nun die richtige Höhe dieser Messlatte ist. Und wenn wir jetzt nehmen wir mal die TV-Moderatoren oder nehmen wir mal den Vorstand der BASF, im Sinne des Bundesfinanzministers können wir ja gar nicht genug verdienen. Weil je mehr wir verdienen, desto höher sein Steuersubstrat. Weil wir dieses Geld ja letztlich aus dem geschaffenen Mehrwert jetzt bei Ihnen von einer TV-Sendung, die Sie ja verkaufen. Ist leider nur Radio, die TV-Moderatoren verdienen mehr. Oder bei einem Unternehmen am Ende. Das, was an die Mitarbeiter ausgeschüttet wird, und da ist es völlig egal, ob es der Arbeiter am Band oder der Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens ist, das wird ja nun als Kostenposition geführt und von Umsatz abgezogen. Das heißt, das ist Geld, das man im Grunde genommen den Eignern der Institution, des Unternehmens entzieht. Und nochmal, aus Sicht des Staates wäre es wünschenswert, wenn die oberen, sagen wir 35% der Einkommensbezieher in der Bundesrepublik Deutschland möglichst viel Geld verdienen, weil damit das Steuersubstrat dramatisch steigt. Weil die oberen 10% zahlen 50% der Steuern und die unteren irgendwo 20-25% zahlen gar keine Steuern. Nehmen wir das vielleicht mal so weit als den Punkt und ich gebe die Frage jetzt an Sie weiter, ob es so etwas wie eine Verteilung von Zuständigkeiten da geben kann. Also Wirtschaft ist für Wohlstand zuständig, Staat ist für Gerechtigkeit zuständig und es gibt so etwas wie ein Korrektiv, das mit dem Ideal der sozialen Gerechtigkeit gefordert wird. Ich komme sofort auf die Frage. Ich würde gern doch zu dem ersten Punkt individuelle Chancengleichheit noch was sagen und dann direkt zu Ihrer Frage. Aber ich kann mir es nicht verkneifen. Ich meine, wir stimmen, glaube ich, darin überein, dass die Idee der individuellen Chancengleichheit gewissermaßen so etwas wie eine unendliche Forderung enthält, der wir nicht und ich glaube bei größten Anstrengungen nicht gerecht werden können. Selbst wenn wir für materielle Gleichheit zwischen allen Familien und Haushalten sorgen sollten und das durchsetzen sollten, was wir nicht unbedingt wollen, was ich auch für ein falsches Gerechtigkeitsprinzip hielte, wenn wir strikte materielle Gleichheit herstellen wollten. Selbst dann wäre ja nicht gesichert, in welche Art von Familie, wie stimulierend die Bildungsatmosphäre ist und so weiter, ein Kind aufwächst. Andererseits können wir viel mehr für die Chancengleichheit tun, als wir es im Augenblick tun. Also da sehe ich schon auch massive Lücken eigentlich in unserem sozialen System. Denken Sie nur an die PISA-Studie. Ich meine, die deutlich macht, dass unser Bildungssystem eben gerade nicht die soziale Durchlässigkeit besitzt, die es gemessen an den Ansprüchen der individuellen Chancengleichheit besitzen müsste. Das heißt, diese Bildungsdebatte, die wir jetzt Gott sei Dank begonnen haben und lange vor Sarrazin begonnen haben, die müsste intensiviert werden. Wir brauchen wahrscheinlich wesentlich flächendeckender Vorschulen, weil die ein Teil dieser Herstellung von Chancengleichheit darstellen könnten. Wir brauchen ein durchlässigeres Schulsystem und wir bräuchten ja auch wahrscheinlich gesicherte Ausbildungsplätze, um überhaupt die erworbenen Bildungschancen in so etwas wie die Qualifikation umsetzen zu können. Also all das, denke ich, bedarf enormer Anstrengungen, um zumindest ein Stück weit dieser doch in unserer Verfassung, wenn ich es richtig sehe, enthaltenen Idee der individuellen Chancengleichheit entgegenzukommen. Also das ist auch etwas, was man keinem Markt überlassen dürfte. Nein, natürlich nicht. Nein, wir würden die Verfassung verletzen, würden wir sagen, das überlassen wir dem Marktprinzip. Nein, unsere Verfassung sieht das vor, wenn ich es richtig sehe. Und das heißt, wir stehen unter dem Anspruch, diese individuelle Chancengleichheit flächendeckend durchzusetzen. Mir sind die Probleme klar.
Und ich sage auch nicht, das ist leicht zu tun und es stellen sich immer wieder neue Blockierungen ein. Das halte ich für ein ganz normales Geschehen in demokratischen Gesellschaften, die sich unter diesen Anspruch sozialer Gerechtigkeit bereits in ihrer Verfassung gestellt haben. Aber die Augen davor zu verschließen, fände ich falsch. Also wenn wir jetzt sagen, guck mal, mehr als wir haben, können wir doch nicht tun, dann lügen wir uns in die Tasche. Wir verwirklichen unsere Verfassung so nicht. Wir müssen mehr tun. Zur Leistungsgerechtigkeit, da stimme ich, glaube ich, mit Herrn Schwager nicht überein. Also was Sie, also mir leuchtet ein, wie Sie es definieren, aber ich finde, Sie definieren eigentlich nicht, was die eigentliche Idee der Leistungsgerechtigkeit ist. Sie schlagen vor, dass die Tätigkeit bewertet wird nach ihren, sage ich mal, Marktchancen. Ja? Das ist natürlich nicht das, was, glaube ich, im Sinne des Bürgertums, das für die Idee der Leistungsgerechtigkeit mal gekämpft hat, im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, damit gemeint war. Damit war tatsächlich gemeint, dass nicht der Erfolg am Markt zählen soll, sondern es soll zählen, was der Einzelne an Beitrag zu erbringen in der Lage ist, mit seinen Fähigkeiten und Talenten. Ja? Und das kann man nicht einfach dem Markt überlassen, weil wir wissen, der Markt bemisst die Werte von Tätigkeiten kurzfristig nach ihrem Wert auf dem Markt. Ja? Aber nicht nach dem, was tatsächlich an Anstrengung, Mühsal, Qualifikation in ihnen liegt. Ja? Das sehen wir doch schon, wenn wir 10 Jahre irgendwie vergleichen, bestimmte Einkommenshöhen, wie schnell plötzlich bestimmte Einkommen in die Höhe wachsen und wie dramatisch andere, denken Sie an Ärzte, ja, wieder fallen können. Es ist ja nicht so, dass der Arzt, der heute irgendwie in der Provinz als Kinderarzt tätig wird, weniger leistet als der, der dieselbe Tätigkeit vor 50 Jahren geleistet hat. Aber heute wird der Kinderarzt wesentlich schlechter bezahlt als vor 50 Jahren. Das ist nicht, glaube ich, im Sinne des Leistungsprinzips. Das heißt, wir verletzen, wenn wir so argumentieren, denke ich, die Grundintuition des Leistungsprinzips. Lassen Sie mich das noch am anderen Beispiel klar machen. Ein Beispiel, das deutlich macht, dass im Begriff der Leistung viel mehr an Ansprüchlichkeit enthalten ist, glaube ich, als wenn wir es über den Markt einfach verrechnen. Lange Zeit war es ja selbstverständlich, dass wir Hausarbeit überhaupt nicht als Leistung auch nur gesehen haben. Der ganze Kampf der Frauenbewegung darum, Hausarbeit nicht zu entlohnen, ich rede nicht von der Forderung, Hausarbeit zu entlohnen, aber ich rede von dem Kampf der Frauen, deutlich zu machen, dass hier ein Beitrag erbracht wird, und zwar ein volkswirtschaftlich erheblicher Beitrag zur gesellschaftlichen Reproduktion, konnte sich auf das Leistungsprinzip beziehen. Ja? Die Frauen konnten sagen, guckt mal an, seit 150 Jahren, ja, habt ihr gar nicht gesehen, was da für eine Arbeit geleistet wird. Jetzt wenden wir mal das Leistungsprinzip an und machen euch deutlich, dass hier Wert geschaffen wird, indem wir nämlich Kinder großziehen und für unsere Männer die Haushalte bereiten. Was daraus folgt, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist vollkommen im Sinne der Leistungsgerechtigkeit zu sagen, wir sollten diese Tätigkeiten wesentlich höher wertschätzen. Wir sollten sie uns überhaupt mal in der Öffentlichkeit, in der politischen Öffentlichkeit vor Augen führen und sollten dann darüber nachdenken, wie wir die gewachsene Anerkennung dieser bislang einfach vernachlässigten und vergessenen Tätigkeiten eigentlich, wie wir das umsetzen. Und eine Idee ist dann, dass man sowas entlohnt, eine Idee, die ich für vollkommen falsch halte, weil sie wahrscheinlich irgendwie das Familienleben und überhaupt die Bedingungen dieser Arbeit zerstört. Aber es ist als Frage aufgegeben. Ja? Und wir können ernsthaft darüber diskutieren, ob Entlohnung oder andere Weisen der gewissermaßen Hochschätzung und Anerkennung dieser Arbeit gerechtfertigt sind. Also für mich heißt das kurz gesagt, Leistungsgerechtigkeit verlangt tatsächlich von uns ebenso etwas Ansprüchliches und schwer zu erreichendes wie die Idee der individuellen Chancengleichheit, nämlich tatsächlich danach zu streben, dass die Leistungen und die Beiträge, die jeder Einzelne erbringt, möglichst gerecht bewertet werden und entlohnt werden. Das heißt, um auf die Frage zu kommen, ja, ich bin an der Stelle auch für staatliche Korrekturen. Ich glaube, dass eine soziale Marktwirtschaft, über dessen Begriff wir uns auch häufig im Unklaren sind, Recht daran tut, hier, selbst hier, staatliche Korrekturen im Sinne des vom Markt selbst verlangten Leistungsprinzips zuzulassen.
Ja? Der Markt, ich meine, die Marktwirtschaft selbst ist angetreten mit der Idee der Leistungsgerechtigkeit. Dann können wir nicht heute sagen, definieren wir das mal um. Ich glaube, ursprünglich hat Leistungsgerechtigkeit geheißen, jeden nach dem Aufwand und seinem Beitrag zu bewerten und dementsprechend zu honorieren. Und wir können nicht heute einfach diese Idee der Leistungsgerechtigkeit, glaube ich, beiseite schieben und sie anderen Prinzipien überlassen. Ich glaube, dann ist es verlangt von uns, darüber nachzudenken, ob man bestimmte Höhenbeschränkungen einführt und Ähnliches, ob das zu den Negativfolgen führt, die Sie erwähnt haben, Herr Schwager, darüber bin ich mir ganz unsicher. Da müsste man sich sehr genau darüber klar werden, was diese dadurch vorgenommene Umverteilung tatsächlich für das Steueraufkommen bedeutet. Das kann ich nicht durchrechnen, das überblicke ich auch gar nicht. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass wenn man sagen wir, die Einkommenshöhen ein bisschen umverteilt, und ich sage nicht begradigt, ja? Ich rede hier nicht von der Idee gleichen Einkommens, ich rede von der Idee der Umsetzung der Leistungsgerechtigkeit. Wenn man also zu bestimmten Umverteilungen da greifen sollte, was das bedeutet im Hinblick auf das Steueraufkommen der Bundesrepublik, da keine Ahnung. Das ist vielleicht ein Beispiel, weil Professor Honneth ja das Beispiel des Kinderarztes brachte und die relative Veränderung über den Zeitlauf. Und genau an diesem Beispiel, glaube ich, kann man anhand von leicht verfügbaren statistischen Daten festmachen, was ich meine, ist eine Stelle mobil, ja oder nein? Ist ein Mensch mobil, ja oder nein? Wir haben heute die Situation, dass viele junge Ärzte in die Schweiz, nach Schweden, in andere skandinavische Länder, nach Großbritannien gehen, weil sie dort ein besseres Arbeitsumfeld bei einer empfunden höheren Entlohnung im dortigen Kontext, weil die Lebenshaltungskosten sind natürlich unterschiedlich, aber die erwerben sich aufgrund der Bereitschaft zur Mobilität eine höhere Lebensqualität. Und deshalb haben wir ein Negativsaldo in der Ärzteschaft, insbesondere bei den jungen Ärzten. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich, und da sind wir wieder bei dem Thema der Demografie, das Problem der Leistungsfähigkeit, Mehrwert zu generieren, um Gesundheitskosten in unserem System zu tragen. Das heißt, das System sucht permanent nach einer Balance, dass gerade nicht zu viele gehen, das System noch stabil bleibt und die Kostensituation das System nicht allzu sehr beschädigt. Wir leben ja seit, wissen wir alle, seit mindestens 20 Jahren in einem permanenten Reparaturbetrieb im Gesundheitssystem. Und wir haben den Stein der Weisen nicht gefunden. Und es fällt mir auch sehr, sehr schwer zu glauben, dass der große Wurf schnell gelingen wird, weil wir eben in einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft leben in der Bundesrepublik Deutschland. Das wird zu steigenden Gesundheitskosten. Aber das ist vielleicht ein anderer Punkt, Herr Schwager. Darf ich eine ganz kurze Rückfrage. Ich meine, nochmal in Bezug auf den Kinderarzt. Ja. Das bedeutet, der Markt begreift Mobilitätsbereitschaft als eine Leistung. Ja? Also so, wie Sie es darstellen. Das heißt, der Markt jetzt innereuropäisch honoriert den, der die Mobilitätsbereitschaft besitzt, in ein anderes Land zu wechseln, weil er dort einen besseren Kontext findet. Ja? Das finde ich, wie soll ich mal sagen, das widerspricht nach meiner Auffassung der Intuition, die hinter der Idee der Leistungsgerechtigkeit steckt, weil Mobilitätsbereitschaft keine Leistung sein kann. Mobilitätsbereitschaft hängt ab von sehr vielen persönlichen Umständen. Habe ich eine Familie, bin ich weniger mobilitätsbereit, habe ich keine Familie, bin ich hochmobil. All das darf nicht zu einer Leistung zählen, weil dann machen wir zu Leistungsbestandteilen etwas, was mit der persönlich familialen, privaten Situation einzeln zu tun. Genau an der Stelle sind wir an der Stelle der Frage der Rahmensetzung. Und da haben wir in der Tat das Problem, dass wir alle nationalstaatlich denken. Warum? Weil unsere Sozialsysteme, die sind alle nationalstaatlich organisiert und die werden finanziert aus dem in diesen Grenzen befindlichen Rahmen. Und die Wirkmechanismen,
Die gehen eindeutig darüber hinaus. Natürlich kann man sagen, Mobilität zunächst mal oder Mobilitätsbereitschaft ist keine Leistung. Faktum ist aber, dass wir eine Negativwirkung in dem einen Bilanzrahmen haben, wenn ein Mensch, der eine bestimmte Leistung, in dem Fall der Arzt in der Bundesrepublik Deutschland, anbieten könnte, sie aber hier nicht anbieten will, weil er empfindet, dass für die Leistung, die er zu erbringen hat, der Gegenwert zu gering ist. Deshalb packt er seine 7 Sachen und geht in einen anderen Markt, in dem er empfunden für die von ihm dargebrachte Leistung den für ihn gerechten, für ihn als Individuum gerechten Gegenwert erhält. Damit entsteht in dem alten System, das er verlassen hat, ja, damit ist hier ja zunächst mal die Leistungsgerechtigkeit überhaupt nicht verändert, sondern es geht nur ein oder in dem Fall viele Individuen aus diesem System heraus. Das kann jetzt dazu führen, dass für die verbleibenden Individuen der Marktwert steigt. Dann bin ich bei Ihnen, dass das dann nichts mit Leistungsgerechtigkeit zunächst mal zu tun hat, weil die bringen ja dann nicht eine Mehrleistung, ja, außer sie müssen halt eine Stunde mehr arbeiten, weil eben weniger Ärzte verfügbar sind. Ist aber nicht der Fall, zunächst mal, sondern es geht ja um Marginalien. Aber wir leben in dem Fall in einem höchst regulierten System, höchst reguliert, das im Grunde genommen die Leistung in Punkten misst oder versucht zu messen, ja, und damit letztlich auf das Einzelindividuum, wo jeder im Grunde genommen ein Einzelunternehmer ist, eine Personengesellschaft kann man sagen, letztlich die freie Entscheidung hat, jawohl, ich lebe gerne in diesem System und den Benefit, den ich daraus erhalte, ist für mich adäquat, oder er trifft eben die gegenteilige Entscheidung und verlässt das System. Und da sind wir nochmal, ich habe es vorhin erwähnt, da sind wir wieder bei der Frage, Mobilität, ja, ich stimme Ihnen gerne zu, Mobilität zunächst mal ist im Sinne dessen, was wir als Leistung definiert haben in der Vergangenheit, zunächst mal keine. Aber mit offenen Grenzen werden wir uns in der Tat überlegen müssen, und ich persönlich bin der Überzeugung, Mobilitätsbereitschaft, um auch mehr Leistung erbringen zu können, ist durchaus ein wesentlicher Bestandteil. Ich mache es am Beispiel unseres Hauses. Aber lassen wir das vielleicht mal so stehen, weil ich habe das Gefühl, dass eigentlich Sie längst dran sind. Und ich glaube, dass der Punkt einigermaßen klar geworden ist. Also es geht hier um mehr Leistungsgerechtigkeit, die wird an Arbeit gemessen, an Erwerbsarbeit, die in einem Marktgeschehen stattfindet, das natürlich auf Knappheit beruht. Je mehr Knappheit, desto teurer ist das Nachgefragte. Also müsste eigentlich der Landarzt immer teurer werden und immer mehr verdienen nach der Rechnung. Ne? Wenn welche in einem nicht regulierten System. In einem nicht regulierten System, genau. Und der Punkt hier bei Herrn Honneth, wenn ich das richtig vereinfachend zusammenfasse, lautet wohl eher, dass Leistung leider an Erwerbsarbeit gebunden ist, die in einem Marktgeschehen Ungerechtigkeiten produziert und man damit eigentlich nicht an den Punkt gekommen ist, was als Leistung überhaupt bewertet werden kann. Für mich würde jetzt die Nachfrage lauten, ob man Gerechtigkeitsfragen überhaupt an Erwerbsarbeit oder koppeln kann oder ob man sie vielleicht eher davon entkoppeln müsste, so wie es von manchen mit einem Grundeinkommen oder einer Grundsicherung ja vorgeschlagen wird, dass es einen Sockel gibt. Und von da aus kann man dann vielleicht andere Chancen ergreifen. Aber diese Frage stelle ich zurück, weil ich würde gerne Ihnen im Publikum das Wort geben und die Möglichkeit, diese beiden Herren zu befragen. Ich möchte die erste Frage an Herrn... Ich habe es nicht gesehen, pardon. Dankeschön. Herr Honneth, ich möchte gleich anschließen mit meiner Frage an das Ende Ihrer Podiumsdiskussion. Der Markt ist nun ein Suchinstrument, um den gerechten Lohn zu identifizieren. Und Herr Schwager hat ausgeführt, und Sie haben es gerade zusammengefasst, dass Knappheiten entscheidend sind in der gegenwärtigen Situation. Einen Preis, einen Lohn, eine Gehaltshöhe zu definieren. Nun kann man aus guten Gründen nicht vollständig zufrieden sein mit diesem Mechanismus. Aber welchen Mechanismus könnten Sie sich vorstellen, welche Ansätze solche Mechanismen zu entwickeln gibt es in der modernen Philosophie? Was können Sie denn
anbieten als Ergänzungsmechanismus zum Finden des gerechten Lohns? Vielleicht antworte ich in zwei Schritten. Ich meine, erstmal hat es immer andere Mechanismen schon gegeben in dieser gesamten Sphäre, glaube ich. Ja? Und diese Mechanismen bestanden, um es grob zu sagen, in sozialen Bewegungen. Also Gewerkschaften, Arbeiterbewegungen, ich habe vorhin auf die Frauenbewegung verwiesen, waren Mechanismen, die die Ergebnisse der Marktbewertung korrigiert haben. Ja, denke ich mir. Also Gewerkschaften haben, denken Sie an die Kämpfe um die Höherbewertung von Bergbauarbeit. Ja? Das ganze 19. Jahrhundert, oder sagen wir die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist voll davon, dass die Arbeiterbewegung oder die gewerkschaftlichen Organe gekämpft haben für einen höheren, und das heißt nicht höheren Lohn einfach, ja? Sondern zunächst mal für eine Höherschätzung dieser Arbeit, die dann auch zur Folge hatte, nach Durchsetzung doch gewisse Lohnsteigerungen, die nicht einfach über den Markt berechnet wurden, sondern eben Resultate politischer Kämpfe waren. Also hat man ein Vorbild dafür, wie diese Korrekturmechanismen aussehen können. Sie können nur politischer Natur sein, denke ich mir. Und ich sehe auch nicht, warum nicht stärkere politische, sagen wir mal, Steuerungen hier die Ergebnisse des Marktes zu korrigieren helfen sollen. Ja? Und es gibt dafür natürlich viele, viele Vorbilder, die deutlich machen, dass hier immer schon auch eine gewisse politische Steuerungstätigkeit am Werke war, die den bloßen Markt als ein Bewertungsinstrument kompensieren, ersetzen oder ergänzen sollte. Also insofern glaube ich, dass uns die vergangenen Jahrhunderte eigentlich, die deutlich gemacht haben, wie hier politische Bewegungen, zumeist soziale Bewegungen, zu Umbewertungen gesorgt und beigetragen haben, in denen haben wir ein Vorbild für so gegenläufige Mechanismen oder andere Bewertungsmaßstäbe. Natürlich ist das alte Mitbestimmungsmodell auch so etwas gewesen. Die Vorstellung der Mitbestimmung enthielt die Idee, dass man vielleicht mithilfe von Verhandlungen und nicht einfach mithilfe des Marktmechanismus über einen gerechten Preis, einen gerechten Lohn debattieren kann. Das heißt, das waren jetzt nicht politisch gesteuerte Verhandlungen, sondern das waren Verhandlungen, die in der ökonomischen Sphäre selbst gewissermaßen ihren Sitz hatten. Ja? Und nach bestimmten Vorstellungen der Mitbestimmung sollte unter relativ gleichberechtigten Bedingungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch so etwas möglich sein wie eine Aushandlung gerechterer Löhne. Also haben wir auch dort schon wiederum innerhalb der Wirtschaftssphäre selber Mechanismen anderer Art. Ja? Ich will einfach nur deutlich machen mit all dem, dass ich denke, wir sollten uns nicht damit begnügen, die Bewertung der Leistung einem Markt zu überlassen, der eben überhaupt keine und gar nicht besitzen kann, keine Gerechtigkeitsintuitionen besitzt. Der Markt ist blind gegenüber den Forderungen der Gerechtigkeit. Das ist ein Vorteil, weil er schnelle Informationen verschafft und auch schnell diese ganzen Bewertungen vornehmen kann. Sie haben das deutlich gemacht. Aber er ist im hohen Maße ungerecht. Und insofern müssen wir, wenn wir tatsächlich die Idee verteidigen wollen der Leistungsgerechtigkeit, hier für Gegensteuerung und Gegenmechanismen sorgen. Also die ganze Idee, ich meine, wenn selbst die amerikanische Regierung über eine Beschneidung von Managergehalten nachdenkt, wo sind wir denn hingekommen? Ich meine, dass die liberalste Wirtschaft der Welt, ja, seit 50 Jahren gepriesen von allen Chicagoer Ökonomen als die freie Marktwirtschaft, innerhalb dieses Systems wird darüber nachgedacht, Begrenzungen einzuführen. Das ist eine reine politische, wenn das zustande kommt, keine Ahnung, es ist eine politische Intervention in den Marktmechanismus. Nein, das ist richtig. Das ist eine Überformung, das ist eine Einhebung, aber keine systemische Einhebung. Nein, ich rede nicht für eine systemische Alternative hier. Ich rede nicht für eine systemische Alternative zur Marktwirtschaft. Ich rede tatsächlich für eine möglichst weitgehende politische Einhegung der Marktwirtschaft, die einer Realisierung der Idee der Leistungsgerechtigkeit und der Sozialstaatlichkeit zugute käme. Das war eine Frage, ich glaube, also wie soll das
politisch klappen, wenn die Wirtschaft global ist? Wie soll das klappen? Selbst die Amerikaner werden das nicht hinbekommen. Und das wissen wir doch alle inzwischen, dass die Wirtschaft ein Funktionszusammenhang ist, der der Politik längst entglitten ist. Die Frage ist doch wirklich, ob sich nicht systemisch was anders machen lässt. Das wird doch jetzt auch wieder diskutiert. Ich habe es letztes Jahr in Oxford gehört, da wird an der am Historischen Institut über Karl Marx wieder gesprochen, nicht weil man den Sozialismus wieder haben möchte, sondern weil der den Kapitalismus so gut kannte. Das war die Äußerung der Professoren dort in Oxford. Also es ist doch sehr nötig, darüber nachzudenken, ob es nicht einen anderen Funktionszusammenhang global geben kann als die Wirtschaft, als die Ökonomie. Das ist jetzt mal so eine Frage, auch danach, ob da nicht doch Ansätze da sein könnten. Auch an Sie, den Herrn Arbeitsdirektor, ob da nicht auch drüber nachgedacht wird, weil Sie ja auch ganz real mit den Problemen befasst sind, zum Beispiel auch mit den demografischen Problemen, die da auf uns zukommen. Fangen wir vielleicht mal mit den demografischen Problemen an. Wir haben häufig ja nur in Anführungszeichen die Innensicht. Und mit Innensicht meine ich, was ist das Problem der Demografie in der Bundesrepublik Deutschland? Es ist ja nun mitnichten so, dass in den anderen Märkten, in denen unser Haus und alle anderen großen Häuser ebenfalls tätig sind, dieses Thema nicht auf der Agenda steht. Nehmen Sie den überall hochgelobten asiatischen, insbesondere chinesischen Markt. Wir werden dort noch viel größere demografische Probleme bekommen aufgrund der Ein-Kind-Politik. Es wird nur zu einem deutlich späteren Zeitpunkt aufschlagen. Oder nehmen Sie die Situation in den USA, wo produzierendes Gewerbe ja nun in der letzten Dekade deutlich zurückgegangen ist, wo der Dienstleistungssektor nach oben gekommen ist, wo man in der jüngeren Zeit erkennt, dass man mit Dienstleistung allein oder mit einem zu hohen Teil an Dienstleistung viel zu abhängig wird, dass man immer Industrie in einer Volkswirtschaft braucht, um überhaupt eine Basis für Wertschöpfung zu haben. Aber die Auswirkungen in dem amerikanischen Markt aufgrund dieser Entwicklung dazu geführt hat, dass viel zu wenige junge Menschen in naturwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche Fächer hineingegangen sind. Das ist ein Vorziehen des Demografieproblems, weil man hat dann ein spezifisches Demografieproblem in einer ganz bestimmten Berufspopulation, die dann dazu führt, am Ende, dass diejenigen Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, und da sind wir wieder beim Markt und sind wieder beim Marktpreis, um diese sehr eingeschränkte Ressource, Know-how am Ende, wo es nur wenige Träger gibt, die dann letztlich das Betreiben der Anlagen in diesem Markt bewerkstelligen können, letztlich zu einem Erhöhen der Kosten führen wird. Das wiederum löst dann andere Wirkmechanismen aus, nämlich das, und da komme ich zurück auf eine Bemerkung von Professor Honneth von eben, dass natürlich Unternehmen, wenn sie Investitionsentscheidungen treffen, immer eine gesamthafte Betrachtung machen. Und wenn ein großes Unternehmen bei einer Investitionsentscheidung in einem bestimmten Land, und es gilt für alle Länder weltweit gleich, Risikobewertungen macht und es gibt ein Land, in dem mit politischem Willen auf den Kostenfaktor Arbeit ein Kostendruck nach oben ausgeübt wird, dann wird dieses Unternehmen und jedes Unternehmen wird dann einen Risikozuschlag für dieses Land, für diesen Kostenblock in diesem Land vornehmen. Und das wiederum führt dann natürlich zu veränderten Investitionsentscheidungen. Genauso wie wenn Sie in einem bestimmten Land ein Problem in der Bankenlandschaft und in der Finanzierungslandschaft haben, dann werden Sie dafür einen Risikozuschlag nehmen. Und so wird jede einzelne Position letztlich bewertet und führt dann in Summe aus allem zu einer Investitionsentscheidung. Und deshalb ist es in der Bundesrepublik Deutschland besonders wichtig, da wir keine Ressourcen haben, da wir hohe Energie haben, da wir hohe Arbeitskosten haben, die verbleibenden Rahmenbedingungen, und da bin ich dann ganz an der Seite von Professor Honneth, so gut wie möglich zu setzen, zum Beispiel beim Thema Bildung, weil wenn der einzelne Mensch hier besser ausgebildet in die Unternehmen kommt als in anderen Märkten, dann ist das in der Tat ein Wettbewerbsvorteil, der Teile der anderen Nachteile helfen kann zu kompensieren. Mit anderen Worten, wir reden immer über das Gesamtpaket
aus unternehmerischer Sicht. Und noch ein Wort an der Stelle, Globalisierung, das Wort ist heute noch überhaupt nicht gefallen. Globalisierung gibt es ja nun, seit es die Menschen gibt. Irgendwann sind mal Menschen aus Afrika hier hingekommen. Das war ja nun der Beginn der Globalisierung. Wir haben dann natürlich eine Beschleunigung in den letzten 100 Jahren und insbesondere aber in den letzten 20 Jahren gesehen. Was wir aber auch sehen, ist, dass zum Wohle aller Menschen im Durchschnitt geführt hat. Es hat aber an bestimmten Stellen zu Nachteilen geführt. Und dort werden die natürlich besonders wahrgenommen. Wir sprachen vorhin über die Frage, wie ist denn die Einkommensverteilung in Staaten? Was wir in den letzten 20 Jahren beobachten, und es wird weltweit erhoben, dass die Spreizung zwischen Staaten in den letzten 20 Jahren abgenommen hat. Die Spreizung innerhalb von Staaten hat tendenziell, nicht stark, aber tendenziell zugenommen. Das ist ein Effekt der letzten 20 Jahre, die eben auf das vorgenannte Phänomen zurückzuführen ist. Das heißt, ein paar profitieren mehr. Ich würde auch gerne auf die Frage ganz kurz antworten. Ja, also der Einwand, dass gewissermaßen der Verweis auf Obama und seine guten Absichten deswegen wenig Wert hat, weil die Ökonomie sich inzwischen so im hohen Maße globalisiert hat, was sicherlich richtig ist. Ich glaube nicht, dass das Rezept dann sein kann, wenn wir uns diese Zusammenhänge klargemacht haben, und ich glaube, Sie haben da zunächst mal empirisch recht, ja, dass das Rezept dann sein kann, nach ökonomischen Großalternativen zu unserem marktwirtschaftlichen System zu schauen. Ich habe aufgegeben, in der Alternative von Planwirtschaft und Marktwirtschaft zu denken. Das liegt daran, dass ich nicht mehr die Überzeugung habe, dass bürokratische Planwirtschaften tatsächlich zu höherem Maße von Gerechtigkeit und zu einem höheren Maße von oder zu einer ähnlich hohen Produktivität führen. Also das muss ich wie ein Bekenntnis vorweg sagen, weil ich damit auch Teile meiner eigenen Tradition natürlich verrate. Ich glaube aber andererseits natürlich im hohen Maße an die Möglichkeiten einer, ich will nicht nur sagen politischen Einhegung der Marktwirtschaft, nein, einer gewissermaßen auch normativen Durchdringung oder moralischen Durchdringung der Marktwirtschaft. Was bedeutet das, den Marktmechanismen an den verschiedensten Stellen politisch regulative entgegengesetzt werden müssen, die die Resultate des Marktes beeinflussen. Und ich glaube, wir tun das. Wir tun das eigentlich schon an allen Ecken und Kanten und machen uns das nicht klar. Wir tun das im Verbraucherschutz, wir tun das bei der Korrektur von bestimmten Einkommensunterschieden, wir werden das auch tun bei der Steuerung gewissermaßen bestimmter Höchsteinkommen, wir tun das mit Steuern und so weiter. Längst ist das alles durchsetzt. Und warum sollen wir nicht das alles noch viel intensiver betreiben, um den großen Gerechtigkeitsprinzipien, von denen wir überzeugt sind und die in unserer Verfassung auch angelegt sind, zur Wirklichkeit und Durchsetzung zu verhelfen. Also das hieße dann, die soziale Marktwirtschaft noch über das hinaus zu expandieren und zu radikalisieren, was sie vor 20 Jahren einmal war. Weil ich habe meine Zweifel, ob man das, was wir heute so haben, noch wirklich soziale Marktwirtschaft nennen können. Ich meine, soziale Marktwirtschaft heißt die Verbürgung sozialer Rechte. Und Hartz IV ist eigentlich nicht mehr ein verbürgtes Recht auf eine soziale Ausstattung im Falle einer Notlage. Aber das ist eine andere Frage. Ich wollte auf die Frage antworten, das heißt, das Mittel müsste sein, der Globalisierung der Ökonomie, die so stark voranschreitet, eine Globalisierung der politischen Steuerungsinstrumente nachzuschicken. Ohne das sind wir machtlos. Ich glaube, ganz hinten war dann. Ganz hin. Wollte ich gerade noch anschließen, wo Sie die sozialen Rechte erwähnen, Herr Honneth. Recht und Gerechtigkeit, auch wenn in Gerechtigkeit das Wort Recht drin ist, hat nichts miteinander zu tun. Das sind getrennte Paar Stiefel.
Und im Hinblick auf die Diskussion gerechter Lohn, muss ich sagen, habe ich auch etwas Schwierigkeiten, dem nachzugehen. Ich würde lieber sagen, angemessener Lohn, hoher Lohn oder niedriger Lohn oder gar kein Lohn meinetwegen, aber nicht gerechter Lohn. Denn meine Frage ist dann, was ist dann für Sie ein ungerechter Lohn? Ist das dann ein Lohn, wo er zu viel kriegt oder zu wenig? Ich glaube, die Frage lässt sich dann nicht so einfach beantworten. Und Sie haben für mein Empfinden sehr schön gezeigt, dass dieser Begriff Gerechtigkeit extrem schwer zu fassen ist und dass er sehr relativiert wird und relativiert werden muss, um ihn überhaupt zu diskutieren. Und ich glaube, man sollte sich angewöhnen, und da geht auch mein Wunsch an die Mädchen, diesen Begriff, der sehr wichtig ist, und ich glaube, da ganz menschlich ist, dass jeder danach strebt, dass man diesen Begriff sehr begrenzt benutzt und eng fasst und nicht als Inflation der Inflation anheimgibt und ihn in jeder Gelegenheit mitbenutzt und ihn damit eigentlich aber unwirksam macht. Das dazu. Vielen Dank auch für Ihre Diskussion. Darf ich kurz, ich meine, dem Letzten stimme ich zu, aber stimmen wir wahrscheinlich alle zu, dass wir den Begriff der Gerechtigkeit nicht überstrapazieren sollen. Lassen Sie mich nur ganz kurz was sagen zum Zusammenhang von Gerechtigkeit und Rechten, weil das sehe ich wirklich anders als Sie. Ich habe vorhin schon mal, glaube ich, ziemlich am Eingang erwähnt, was ich denke, dass in unseren modernen, liberalen, demokratischen Gesellschaften so das grundlegende Gerechtigkeitsprinzip ist. Ich glaube, wir haben welche. Ja? Wir haben eins sozusagen. Ich glaube auch, dass das im Wesentlichen in den Verfassungen der westlichen demokratischen Länder immer enthalten ist, dieses eine Gerechtigkeitsprinzip. Nämlich, dass wir mit der Durchsetzung dieser liberalen Gesellschaften die Überzeugung haben und auch verteidigen wollen, dass jeder unabhängig von Rasse, Geschlecht, Religionszugehörigkeit eine angemessene Chance der Entwicklung seines eigenen Lebenswegs besitzt. Das heißt, die Idee der Gerechtigkeit ist von Anfang an in der Moderne, in unseren Gesellschaften, an die Idee der individuellen Freiheit und individuellen Autonomie geknüpft, ganz eng. Ich glaube auch, dass wir das nicht mehr loswerden, gewissermaßen, was immer zukünftig geschehen wird. Ich glaube, wir können nicht mehr das rückgängig machen. Das heißt aber auch, wenn wir für gerecht Verhältnisse halten, in denen das irgendwie realisiert wäre, dann gehören da meiner Ansicht nach in einem hohen Maße gleiche Rechte dazu. Weil gleiche Rechte eine ganz wesentliche Bedingung dafür sind, dass ich in die Lage versetzt werde, meinen eigenen Lebensweg zu bestimmen und ihn zu realisieren. Würde ich nicht über diese elementaren Grundrechte verfügen, hätte ich überhaupt keine Chance, mir einen eigenen Lebensweg zurechtzulegen, möglicherweise gegen den Einspruch der Eltern, gegen die Nachfragen gewissermaßen des sozialen Kontextes, gegen die Klassenzugehörigkeit. Nein, ohne diese Rechte könnte ich noch nicht mal einen Teil dieser Freiheit, die da versprochen ist, und dieser individuellen Autonomie realisieren. Insofern glaube ich, verlangt die soziale Gerechtigkeit immer und vielleicht sogar zunächst so etwas wie die Institutionalisierung freier und gleicher Bürgerrechte. Da sehe ich einen ganz engen Zusammenhang. Was mit dem Lohn, der zweite Teil Ihrer Frage, das finde ich ausgesprochen schwer. Wie gesagt, ich glaube, die Idee der Leistungsgerechtigkeit verlangt eigentlich die Idee des gerechten Lohnes. Ich habe auch gesagt, wie schwierig überhaupt nur der Gedanke, was ein Lohn gerecht macht, anzugreifen ist. Ja? An wie viele Schwierigkeiten wir da stoßen. Nicht nur an Probleme der Messbarkeit, ja? Sondern auch an Probleme, was überhaupt in einer Gesellschaft als Leistung oder Beitrag zählt. Das habe ich mit Blick auf die Hausfrauenarbeit nur deutlich machen wollen. Es fängt sozusagen mit der Definition dessen an, was überhaupt in die Perspektive des gerechten Lohns rücken kann. Ja? Aber alle diese Schwierigkeiten, finde ich, sollten uns nicht dazu verleiten, die Beantwortung dieser Frage, was einen Lohn gerecht macht oder angemessen in Ihrem Sinn macht, nur den Marktmechanismen zu überlassen. Weil die Resultate des Marktmechanismus widersprechen, glaube ich, unseren grundlegenden Intuitionen darüber,
was es wäre, Leistungsgerechtigkeit zu etablieren. Das war der Gedanke. Wir können also nicht verzichten auf so etwas wie die Idee, dass wir gerecht die Leistung eines Menschen honorieren, entlohnen, vergüten, wertschätzen sollten. Ich glaube, darauf können wir nicht verzichten, wenn wir von Leistungsgerechtigkeit sprechen. Oder wir geben die Idee auf. Ich meine, es gibt viele, die die Idee aufgeben wollen. Und vielleicht ist das auch vernünftiger. Und wir sprechen nur von Gleichheit oder sagen in wesentlich schwächerer Form, wie es etwa der berühmte politische Philosoph John Rawls getan hat. Der hat gesagt, um das möglichst sparsam zu formulieren, in Gesellschaften wie unseren sind Unterschiede so lange gerechtfertigt, wie sie dem Schlechtgestelltesten zugutekommen. Das ist so ein Prinzip, was aber sehr unklar lässt, was das eigentlich heißt. Ich meine, ja, welche Unterschiede kommen dem Schlechtgestelltesten zugute? Und darüber debattieren wir ja ständig. Ja? Das heißt, kommen nicht vielleicht sogar die hohen Gehälter bestimmter Berufsgruppen dem Schlechtgestelltesten zugute? Also ich glaube, dieses Prinzip führt nicht sehr weit. Aber Rawls hat es eingeführt, dieser amerikanische Philosoph, um genau den Begriff der Leistungsgerechtigkeit zu vermeiden, von dem er glaubte, der ist nicht mehr greifbar genug. Ich bin anderer Meinung, ich denke, wir sollten ihn beibehalten, weil wir damit einer wichtigen Intuition unseres sozialen Zusammenlebens Ausdruck geben. Noch eine kurze Anmerkung zu dem eben Gesagten. Ich glaube, wir müssen Abstand nehmen von dem Gedanken, und jetzt bleibe ich einfach mal in Deutschland, es gilt aber genauso auch für andere Länder, dass wir in Deutschland die Festlegung der Löhne in der Markthand haben, den Löwenanteil. Haben wir ja nun nicht, sondern wir haben ja nun in weiten Teilen den öffentlichen Raum. Und da gibt es nun überhaupt keinen letztlich wirklichen freien Markt, sondern es gibt Konventionen, es gibt Diskussionen zwischen Institutionen. Und so findet dann eine Festlegung von Löhnen und Gehältern statt. Und die wiederum orientieren sich in weiten Teilen, und da brauchen wir nur in die Debatte zu gehen, Anpassungen auf der Bundesebene, auf der Länderebene, auf der kommunalen Ebene, mit den verfügbaren Ressourcen in den verschiedenen Bundesländern, mit den verfügbaren Ressourcen auf der Bundesebene und auf der kommunalen Ebene. Und daran wird ja nun festgemacht, was denn nun an Veränderungen bei Löhnen und Geldern überhaupt tragbar ist. Ich muss nur zur Frau Lohse schauen. Die Frau Lohse weiß exakt genau, wenn die Tarifierung im öffentlichen Dienst ich sage es irgendwann eine Zahl, um 3% nach oben geht, dann weiß sie genau, um wie viel Euro ihr Problem steigt. So, wie gehen wir damit um? Ist es nun dem Individuum gegenüber gerecht, deshalb auf eine kleine Zahl zu gehen? Fragezeichen. Ist es der Kommune und der Gesamtpopulation gegenüber gerecht, nämlich der Gesamtpopulation der bei der Kommune Beschäftigten, wenn wir auf eine große Zahl gehen und deshalb einen höheren Anpassungsdruck auslösen? Fragezeichen. Wenn Sie die Frage beantworten können, dann dürfen Sie sich neben mich setzen. Dann muss ich nicht mehr so viel reden. Jetzt war hier vorne noch eine Frage und dann Sie hinten, bitte. Dankeschön. Ich glaube, ja, ich versuche den Abstand zu halten. Herr Honneth, wir lösen gerade, glaube ich, den Zusammenhang von materieller und sozialer Gerechtigkeit voneinander ab. Weil die Lohnfrage ist letztendlich schwer zu beantworten. Und die Machtfrage, die Frage nach der politischen Aushandlung von Alternativen zum reinen Preismechanismus hat auch etwas mit politischen Machtverhältnissen, mit Entscheidungsstrukturen in einem demokratischen oder weniger demokratischen Staat zu tun, hat viel damit zu tun, auch wie Wählermehrheiten und welche Meinungskonjunkturen zustande kommen, welches wiederum auch zu tun hat mit normativen Entlohnungen. Wie erkenne ich an, wie wertschätze ich Arbeit? Das hat mit materiellen Fragen immer weniger zu tun.
Und der Kapitalismus oder als Kampf, als politischer Kampfbegriff oder die Marktwirtschaft hat sich ja aus der Ständegesellschaft heraus entwickelt, die sehr, sehr stark mit der Alternative zum Preis, nämlich gesellschaftlich anerkannter Wertschätzung oder Positionszuweisung in einem hierarchisch gegliederten System gearbeitet hat. Nun kann man hergehen und sagen, die Wertschätzung für die Hausfrauenarbeit hat auch damit zu tun, dass eben der Preismechanismus als einziger Mechanismus nach Ende der Ideologien und der Religionen übrig geblieben ist, weil bestimmte Aufladungen emotionaler, ideologischer Art weggefallen sind. Wie kann man jetzt in einem demokratischen Staat, in einem sehr pluralistischen Staat mit vielfältigen Meinungen, solche Wertschätzungs- und so normative Lohnbestandteile, wenn ich das jetzt mal so überspitzt formulieren darf, wie kann man sowas organisieren oder wie kann man Prozesse installieren, damit eine Gesellschaft sich auf solche normativen Lohnbestandteile einigen kann? Vielleicht zunächst ein Wort zur Unterscheidung von materieller Gerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Also ich glaube, ein Teil dessen, was wir heute Abend besprochen haben, nämlich alles, was mit dem Bereich des Sozialstaats zu tun hatte, hatte doch sehr direkt mit materieller Gerechtigkeit zu tun. Ja? Die ganze Idee des Sozialstaats verstehe ich so, dass sie für einen Grund, dass dieser Staat für einen Grundbestand an materieller Sicherheit sorgen soll, sodass derjenige, der in eine materielle Notlage gerät, ein Recht wahrnehmen kann für materielle Kompensation. Also das ist hat direkt mit materieller Gerechtigkeit zu tun. Also die Idee des Sozialstaates ist gar nicht abkoppelbar von dieser Idee der ökonomischen Sicherstellung in Notlagen. Ich habe nur darauf hinweisen wollen, das ist irgendwie zurückgebunden natürlich an die Idee, dass diese materielle Sicherstellung diesem Menschen erlauben soll, seine ansonsten verbürgten Freiheiten wahrzunehmen. Also insofern ist auch die materielle Freiheit irgendwie an die Vorstellung von Freiheit gebunden. Also die Idee materieller Gerechtigkeit an die Vorstellung individueller Freiheit gebunden. Was diese Mechanismen anbelangt, das würde ja bedeuten, also ich meine, jetzt kommen wir in den Bereich, der auch im Titel dieser Veranstaltung steht, nämlich dem der Hoffnung, ja? Und weniger dem, was vielleicht im unmittelbaren Augenblick als aussichtsreich scheint. Ich stelle mir vor, dass man doch die alten Ideen, die ja auch mal in der Bundesrepublik in den 60er Jahren, auch 70er Jahren, glaube ich, noch von einer gewissen Bedeutung waren, doch vielleicht wieder stärker aktualisieren könnte, wenn man entlang dieser Richtung denkt, die ich hier vorgeschlagen habe. Natürlich hatten wir mal die Vorstellung oder Teile von uns einer gewissen Demokratisierung auch der Produktionssphäre. Ja? Das heißt, dass man dort vielleicht neben den Marktmechanismen korrigierend demokratische Prozeduren einführen kann. Ich bin sicher, die sind auch zum Teil immer schon institutionalisiert. Es gibt Absprachsysteme und so weiter. Ja. Es gibt ein rudimentäres Mitbestimmungssystem auch heute noch. Also zu einer weiteren Demokratisierung vielleicht beitragen kann, in denen genau diese Fragen, die meiner Ansicht nach sich stellen und die wir gar nicht vermeiden können, nämlich die nach dem Gerechtigkeitskorrektur des durch den Markt ermittelten Lohnes. Ja? Wie sollen wir diesen Lohn korrigieren, sodass unsere Gerechtigkeitsintuition dementsprechend, dass sich eine gewisse maßvolle, aber doch immer tastende und probeweise Demokratisierung auch von Wirtschaftsverhältnissen und der Wirtschaftssphäre empfiehlt. Da wird man experimentieren müssen, wie weit man gehen kann, wo man Grenzen ziehen muss, um nicht auch die Produktivitätsidee und die Effektivitätsidee vollkommen zu zerstören. Mir sind die Grenzen da unklar, aber dass man diese Mechanismen einführen muss mit Hilfe solcher Prozeduren, scheint mir selbstverständlich. Möchte ich auf einen ganz kleinen Punkt mal eingehen, weil Professor Honneth von einem noch vorhandenen rudimentären Mitbestimmungsrecht gesprochen hat. Das provoziert mich natürlich. Weil es würde ja bedeuten, wenn die Formulierung
einfach so stehen bleibt, dass wir in den letzten 60 Jahren einen Verlust erlitten hätten. Das heißt, dass wir einen zurückschneiden. 60 Jahre mit Sicherheit nicht, vor 30 Jahren. Oder vor 30. 25. Also letztlich, es geht mir ausschließlich um den Zeitlauf. Das heißt, wir hätten im Grunde genommen eine Veränderung der Mitbestimmungslandschaft erleben müssen, eine Veränderung des Betriebsverfassungsgesetzes. Kann ich nicht erkennen. Das heißt, wir haben heute im Grunde genommen das gleiche System und beide Seiten, sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Arbeitnehmerseite, haben in der Bundesrepublik Deutschland in weiten Teilen der Unternehmenslandschaft gelernt, damit gut umzugehen. Wir gehen damit gut um. Wir haben wohl etablierte Strukturen. Von daher bin ich auch durchaus ein großer Befürworter der Tarifeinheit, die wir ja noch haben und hoffentlich auch behalten dürfen. Was ja nun auch bedeutet, dass die Gewerkschaften eine starke Kraft bleiben können, ja, die einzelnen Gewerkschaften, und dass wir nicht in Richtung einer Individualisierung laufen. Am Ende würden wir da nämlich dann eine Vermarktung im Sinne von in Richtung freier Markt für Interessensgruppen gehen, wenn wir Abstand nehmen von der Tarifeinheit. Was wir in Teilen ja, vorhin haben wir über die Ärzte gesprochen, beim Marburger Bund haben, was wir in Teilen im Flugverkehr haben. Wenn wir in die Situation kämen, ich sage es mal, dass, was nehmen wir denn, die Freiwillige Feuerwehr oder die Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen plötzlich in so eine Situation käme, dass auf der einen Seite die Feuerwehr der Stadt Ludwigshafen vis-à-vis den Büroangestellten der Stadt Ludwigshafen plötzlich eine ganz andere Machtposition aufbauen, da bekämen wir ein Riesenproblem in der Bundesrepublik Deutschland. Weil es dann plötzlich ganz neue Machtkonstellationen gäbe, ausschließlich zum Nutzen von Individualgruppen, von Kleingruppen. Und davor steht die Tarifeinheit. Und wozu das führt, haben wir ja nun in England massiv erlebt. Es wurde dann dort ja nun deutlich verändert, weil dieses System im Grunde genommen direkt an den Abgrund geführt hat. Und in England, wenn man die heutige Struktur betrachtet, mit ein Teil der Wahrheit ist, warum es in England so wenig Industrie gibt. Wir haben eine Situation, dass wir in Deutschland, in Europa den höchsten Anteil an industrieller Wertschöpfung haben, mit Abstand. Der relative Anteil in Deutschland ist mehr als doppelt so groß als in England. Er ist mehr als doppelt so groß als in Frankreich. Und genau darum beneiden uns diese Volkswirtschaften, dass wir es in irgendeiner Form geschafft haben, dieses Rückgrat der Wertschöpfung in Deutschland zu erhalten. Und deshalb passiert in Brüssel sehr, sehr viel dahingehend, dass eine Schwächung mit bestimmten Maßnahmen dieses Industriestandortes Deutschland erfolgt, in dem Irrglauben, wenn ein Teil, sprich bei uns, schwächer wird, hier in Deutschland, dass dann damit automatisch die andere Seite stärker wird. Das führt aber nur zu einem Absenken des Gesamtniveaus. Also von daher aufpassen, Mitbestimmung hat hier in der Bundesrepublik Deutschland eine gute Tradition. Wir leben in meinen Augen in einem guten Austausch. Manche Gewerkschaften oder manche Arbeitgeber, nehme ich jetzt nun keinen aus, die haben eine Tradition des Lautstarken, und andere Gewerkschaften und andere Arbeitgeber haben eher die Tradition der etwas leiseren Töne. Das sind, sagen wir mal, Fragen der Historie, der Methodik, der Klientel. Aber in allen Fällen haben wir einen für die Frage der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wohl etablierten Mechanismus, den wir uns auf alle Fälle erhalten sollten. Es war hier noch eine Frage, und ich würde vorschlagen, wenn es noch weitere gibt, dann sammeln wir die kurz und nehmen das als Schlussrunde dann. Hinten ist noch eine, dann fangen Sie bitte an. Ich möchte erstmal kurz zusammenfassen als Interpretation, was ich aus dem Abend genommen habe, um meine Frage besser darstellen zu können. Es gibt ein Gefühl der Ungerechtigkeit und Gefühl der Ungerechtigkeit-Defizit. Diese werden hier in der Diskussionsrunde festgehalten an Leistungsträger, und dass die Leistungsträger entsprechend wirtschaftlich nicht so
anteilmäßig honoriert werde. Meine Frage geht eher in die Richtung, ich habe heute gehört im Deutschlandfunk, ein Hochschulabschluss ist eine gute Sicherheit gegen Arbeitslosigkeit. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Kelten oder in einem Keltendorf ein Schmied eine sehr hohe Leaderposition gehabt hat, die ein heutiger Schlosser in der BASF nicht mehr hat, obwohl vergleichbare Tätigkeit sind. Wir reden immer von lebenslangem Lernen. Der Schreck ist, dass trotz lebenslangem Lernen, seit dem ich meine Familie wegnehme, meinen sozialen Raum wegnehme, seit in dem ich normalerweise vielleicht in einer anderen Gesellschaft Kinder hätte bekommen können, Kinder großziehen hätte, ich immer Angst haben muss um meinen Arbeitsplatz, immer Angst haben muss um meinen Marktwert, dass mein Marktwert eher fällt, wie er steigt. Vielleicht ist diese, Bourdieu hat das als Inflation der Bildung genannt, vielleicht ist diese Inflation der Bildung ein Teil davon, dass wir das Gefühl haben, der Ungerechtigkeit. Weiter hat Bourdieu davon gesprochen, dass es verschiedene Formen von Leader, von Führerschaft gibt, also nicht nur rein wirtschaftliche Führerschaft. Ich meine, wenn nur Wirtschaft uns zu Leistung motivieren würde, würden wir heute nicht in der Leistung sein, uns zusammen darüber zu unterhalten. Das sind ja noch mehr, die uns interessiert, als nur die wirtschaftliche Motivation. Er hat zum Beispiel von Religion gesprochen, von Kultur gesprochen, von Bildung gesprochen. Heute wurde ja sehr viel von Bildung gesprochen. Leider kommt es auch so vor, als würden diese anderen Werte immer mehr zurücktreten gegenüber dieser wirtschaftlichen Leistung, beziehungsweise nur noch möglich sein durch wirtschaftliche Leistung oder gekoppelt sein an wirtschaftliche Leistung. Das heißt, ein Filmstar, der sich kulturell herausbringt, verdient wesentlich mehr wie die vorhin genannte Altenpflegerin oder entsprechend ein Sänger. Und vielleicht ist es da auch noch ein Stück, was uns als normal in der bürgerlichen Gesellschaft arbeitende Mensch dazu bringt, zu denken, hier ist eine Ungerechtigkeit da. Sie wollen antworten, Herr Schwager, aber dürfen wir vielleicht noch sammeln? So. Ich glaube, hinten auf der von Ihnen gesehen rechten Seite war noch eine Wortmeldung. Ja. Ja. Wenn ich kurz den Blick nochmal auf einen Aspekt richten darf. Kinderärzte wurden ja verschiedentlich genannt jetzt heute Abend, aber meistens in ökonomischen Zusammenhängen. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, zumal ich schon einige Jahre in Pension bin. Aber was die Chancengleichheit betrifft, ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, um später mehr Gerechtigkeit im Alltag zu haben, ist es notwendig, dass man sich auf die frühe Kindheit richtet. Die Wissenschaft sagt immer mehr, dass die entscheidenden Anregungen für eine spätere Chancengleichheit im frühen Kindesalter von 1 bis 3 Jahren bereits gelegt werden. Man weiß heute, dass ein zweijähriges Kind sehr neugierig ist. Aber wenn diese Neugierde nicht durch die Eltern entsprechend aufgegriffen wird und umgesetzt wird, dann verliert sich diese Neugierde und sie wird im Laufe des Lebens auch nicht wieder richtig geweckt werden können. Das heißt, die entscheidenden Aspekte, die entscheidenden Weichenstellungen müssen in der frühen Kindheit erfolgen. Inzwischen hat sich die Politik das auch zu eigen gemacht und einiges dafür in die Wege geleitet. Es gibt die frühen Hilfen, nur so, um das als Stichwort mal zu nennen. Aber wir haben im Großteil der Familien wird dieser Verantwortung weiterhin Rechnung getragen. Aber wir haben einen Teil in der Gesellschaft und dieser geringe Teil wird allmählich größer, der dieser Verantwortung nicht gerecht werden kann. Das sind die Eltern. Wir müssen die Eltern mehr in die Verantwortung nehmen und der Staat kann gewisse Dinge, und wenn er noch mehr Milliarden in diese Problematik hineinstopft, nicht richten. Ich glaube, dass hier ein Problem entsteht, das an die individuelle Verantwortung der Eltern mehr appelliert. Vielen Dank. Also ein Plädoyer für frühe Förderung. Und davor war es eigentlich die Frage, dass andere Werte zurücktreten gegenüber der wirtschaftlichen Leistung. Darauf wollten Sie
reagieren, Herr Schwager. Ja, ich darf die beiden Punkte vielleicht zusammennehmen, weil ich auch bei dem ersten Punkt viel der Begriff der Bildungsinflation, des lebenslangen Lernens, was eindeutig notwendig ist. Ja, auch wir als Unternehmen engagieren uns natürlich, jetzt komme ich auf den letzten Beitrag, für die frühkindliche Bildung. Deswegen haben wir ja nun hier in der Stadt Ludwigshafen dieses Riesenprojekt Offensive Bildung gemacht in allen Kindertagesstätten, weil das natürlich völlig korrekt ist, was Sie sagen. Ein ganz junger Mensch ist im Grunde genommen wie ein trockener Schwamm und nimmt das Wissen quasi selbsttätig auf, muss fortgesetzt werden in die Schule hinein. Und dann bin ich aber beim ersten Beitrag über den Begriff der Bildungsinflation gefallen, den ich nicht wirklich teilen kann. Wir geben heute in Deutschland ungefähr 2% des Etats für Bildung aus. Das ist irgendwo etwas mehr als 6 Milliarden Euro. Ja, ich stimme zu, wir sollten hier mehr tun. Wir müssen aber gleichzeitig, und dieses Aber können wir uns leider nicht ersparen, wir müssen dann aber bitteschön auch sagen, wo wir genau den gleichen Betrag an anderer Stelle einsparen. Weil wir natürlich in allen Teilbereichen der Gesellschaft Defizite entdecken und erkennen, jawohl, hier müssten wir und hier sollten wir mehr tun. Das Wünschenswerte ist leider nie das Machbare. Begriff Bildungsinflation, nach unserer Erfahrung haben wir leider in Deutschland möglicherweise getrieben durch OECD-Richtlinien, möglicherweise getrieben auch durch die vorhin angesprochene PISA-Studie, wobei der Effekt, den ich jetzt gleich aufzeigen werde, ein älterer ist. Wir haben in meinen Augen eher eine Abschlussinflation als eine Bildungsinflation. Das heißt, weniger junge Menschen gehen heute mit einem Hauptschulabschluss, relativ gesehen von dem gesamten Jahrgang von den Schulen ab. Es haben sehr, sehr viel mehr junge Menschen einen Realabschluss und sehr, sehr viel mehr junge Menschen haben ein Abitur im Vergleich zu vor 10, 20, 30 Jahren. Das ist eine Trendgerade, die sich sicherlich noch eine Weile fortschreiben lässt, bedeutet aber nicht, eindeutig nicht, dass der Durchschnitt höher gebildet ist. Was es eher bedeutet, ist, dass die jungen Menschen älter sind, bis sie in die Lehre gehen, bis sie einen Beruf ergreifen, bis sie am Ende in das Wirtschaftsleben eintreten. Das ist der Effekt und nachweisbar, ganz eindeutig, durch reine Wissenstests, das nehme ich einfach mal die Statistik, die wir im eigenen Hause haben. Wir messen seit 1975, wenn ich richtig im Kopf habe, bei den Auszubildenden, die wir zum Vorstellungsgespräch dann einladen, letztlich Rechen- und Deutschverständnis. Und wir haben einen Verlust an richtigen Antworten von circa, sowohl bei Hauptschule als auch bei Realschule, von circa 1% pro Jahr bei gleichen Fragen. Und das kommt im Grunde genommen nicht, weil letztlich die Population weniger weiß, sondern weil wir in einer unterschiedlichen Population messen. Die Realschüler von heute haben ein anderes Wissen als die Realschüler von vor 30 Jahren. Und die Abiturienten von heute haben ein anderes Wissen als die von vor 30 Jahren. Das heißt, wir haben im Grunde genommen bei gleichem Wissen heute einen höheren Abschluss, einen höheren Stempel. Deshalb eher Abschluss als Bildungsinflation, was nicht heißt, und jetzt komme ich zurück auf die Frage des lebenslangen Lernens, ja, aufgrund der schneller und schneller laufenden Technologisierung, sowohl im produzierenden, aber insbesondere auch im Dienstleistungssektor, werden wir gar nicht umhinkommen, allesamt versuchen, am Ball zu bleiben durch Weiterbildung. Wir alle, also nicht alle hier im Raum, aber die meisten hier im Raum, die können sich sicherlich noch an die Zeit erinnern, als noch nicht auf jedem Schreibtisch ein Computer stand. Und heute leben wir in einer Welt, dass nach wie vor alle 18 Monate sich die Rechnergeschwindigkeit verdoppelt. Und die Verdopplung der Rechnergeschwindigkeit führt natürlich dazu, dass wir mehr und mehr eine Technisierung sowohl im Dienstleistungs- als auch im produzierenden Gewerbe bekommen. Und da müssen wir alle versuchen, in irgendeiner Art und Weise Schritt zu halten. Das wird uns nicht erspart bleiben. Das ist ein Zeitenwandel, den es in der Form, in der Vor-IT-Zeit, nenne ich es mal, in dieser Schärfe und in dieser Geschwindigkeit sicher nicht gab. Da war die Fortentwicklung etwas
gemütlicher, nenne ich es einfach mal. Und deshalb, ja, Bildung, Bildung, Bildung ist in einem Land, das keine Rohstoffe hat, in einem Land, das letztlich eine teure Energieversorgung hat, letztlich viele Produktionsfaktoren am oberen Kostenende, der einzige Weg, um am Ende über Innovation, sprich neue Produkte, die die Weltbevölkerung haben will, die Nase vorn zu behalten und die Wertschöpfung zu generieren, die wir zum Erhalt des Sozialsystems, das einen auch in Zukunft steigenden relativen Anteil einnehmen wird, erwirtschaften zu können. Das heißt, wir brauchen eine Technologieoffenheit, wir brauchen eine Innovationsoffenheit. Und wenn wir das Verhalten der bundesrepublikanischen Bevölkerung in den letzten 10, 20 Jahren beobachten, dann sehen wir da eher einen gegenläufigen Trend. Es gibt gerade in der jüngsten Spiegel-Ausgabe eine schöne Titelstory, die Dagegengesellschaft. Wir sind aufgrund der Tatsache, dass wir ein vergleichsweise hohes Wohlstandsniveau in Deutschland erreicht haben, im Schnitt, das betrifft nicht jeden Einzelnen, aber im Schnitt mit der Situation sehr zufrieden und wollen keine Änderung. Und eine neue Straße, die irgendwo vorbeiführt, eine neue Hochspannungsleitung, die irgendwo gebaut wird, ein neuer Kraftwerksblock, der benötigt wird, den wollen wir nicht. Wir wollen zwar den Strom, wir wollen auch die Mobilität und den frischen Salat im Supermarkt, aber der darf bitte schön nur per, jetzt gehe ich mal zu Star Trek, per Beamen in den Supermarkt kommen. Und da müssen wir eine grundsätzliche Veränderung unseres Verhaltens an den Tag legen, um die vor uns liegenden Herausforderungen, die immens sind, diese Wertschöpfung überhaupt zu erreichen, die wir wirklich brauchen in Deutschland. Nochmal, aufgrund der Demografie, aufgrund des zunehmenden Sozialstaates, der unausweichlich ist, Stichwort Gesundheitskosten, Stichwort Rentenlasten, es wird steigen. Und dafür brauchen wir Wertschöpfung. Und deshalb müssen wir gemeinsam alles tun, dass diese Wertschöpfung hier im Land sowohl über die gesetzten Rahmenbedingungen als auch über unser eigenes Verhalten, unsere eigene Offenheit überhaupt möglich wird. Und dann kommen wir auch ein Stück näher an Gerechtigkeit. Ja, ich will nur ganz kurz noch auf diese beiden Fragen antworten. Ich glaube, die Beobachtung, die Sie geäußert haben, dass wir uns hier sehr stark und vielleicht zu stark auf den einen Gesichtspunkt der Leistungsgerechtigkeit bezogen haben und konzentriert haben, die Beobachtung ist vollkommen richtig. Ich glaube aber, es verdankt sich ein bisschen erstmal der Dynamik des Gesprächs. Eigentlich waren wir uns doch hoffentlich immer klar, dass die Leistungsgerechtigkeit nur ein ganz minimaler Anteil ist an den Ideen, Prinzipien von Gerechtigkeit, die wir im Allgemeinen in unserem Lande teilen und nicht nur in unserem Land, in den westlichen Gesellschaften teilen. Ja? Dazu gehört mindestens, ich habe das am Anfang genannt, die Idee der Bedürfnisgerechtigkeit in privaten, familialen Zusammenhängen. Und es gehört vielleicht an erster Stelle dazu die der rechtlichen Gleichheit. Das ist eine massive, wie gesagt, durch unsere Verfassung auch bestätigte Gerechtigkeitsidee, die wahrscheinlich ein höheres Gewicht hat als die Idee der Leistungsgerechtigkeit. Ja? Und das muss man sich immer wieder klar machen. Die Leistungsgerechtigkeit wird eingeschränkt sogar durch die Vorstellung der gleichen Rechte. Das heißt, die Leistungsgerechtigkeit darf nicht so weit sich verselbstständigen und so weit gehen, dass sie diese Idee der gleichen Rechte verletzt. Das, denke ich, sollten wir uns klar machen. Insofern ist mein Bild irgendwie das von drei Domänen unterschiedlicher Gerechtigkeiten. Und wir müssen darauf achten, dass die sich nicht in die Wege kommen und sich nicht wechselseitig begrenzen, glaube ich. Oder wechselseitig die Luft nehmen. Zu der zweiten Frage, die ja, ich finde, auch wiederum mit der richtigen Beobachtung gestartet ist, dass die Frage der individuellen Chancengleichheit sich im hohen Maße schon in den frühesten Lebensjahren stellt. Das zeigen ja auch alle Untersuchungen, da haben Sie vollkommen recht. Ja? Das heißt, die Art und Weise, in der das familiale Umfeld beschaffen ist, bestimmt wahrscheinlich, ich lasse mich jetzt nicht auf Zahlen ein, das sollte man auch gar nicht tun, im hohen Maße die zukünftigen Chancen, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, überhaupt bei der Realisierung von Lebenschancen. Und
bei der Realisierung selbstgesetzter Ziele. Ich finde aber, was Sie gesagt haben, wirft eine ganz schwierige Frage auf, über die ich mir selber nicht im Klaren bin. Wir haben natürlich herkömmlich immer die Vorstellung, das einzige Organ, das für Gerechtigkeit sorgt in unseren Gesellschaften, ist der Staat. Ja? Wir haben uns vorhin, glaube ich, darauf geeinigt, oder ich denke, wir sind uns einig, dass der Markt als solcher keine Gerechtigkeit schafft. Ja? Der schafft bestimmte Kriterien der Bemessung und schafft eine enorme Produktivität oder befördert Produktivität, aber ist kein Gerechtigkeitsorgan. Und die Frage ist, tun wir recht daran, allein den Staat als den Akteur der Gerechtigkeit zu betrachten? Ich glaube, dass das falsch ist. Ich weiß nur nicht, ob die entgegengesetzte Vorstellung, wir sollten mehr an Gerechtigkeitsaktivitäten dem Einzelnen zumuten, ob das nicht auch eine gewisse Gefahr enthält, also den Eltern zum Beispiel, ja? Weil es leicht hinauslaufen könnte als in so einen Tugendterror. Ja? Wir stellen uns wechselseitig unter Beobachtung, ob wir auch genügend für die Gerechtigkeit tun. Ja? Und das hat seine Gefährlichkeit, muss ich sagen. Also wenn man gewissermaßen von dem einen Extrem alles dem Staat zuzumuten, auf das andere Extrem so ein bisschen schielt, dass wir den Individuen selber die Aufgabe der Realisierung von Gerechtigkeit in die Hände legen. Ich denke, der Weg wäre heute der, dass wir stärker auf die intermediären Gruppen und Institutionen selber achten, die so von allen Gerechtigkeitsaufgaben entlastet scheinen. Ja? Also die Schulen, die Kindergärten, die Gewerkschaften, alles das, was es an intermediären Gruppen zwischen dem Einzelnen und dem Staat gibt, ob man nicht viel stärker dafür Sorge tragen sollte, dass diese Einrichtungen, Institutionen, zivilen, im Grunde genommen sind das auch zivile Bewegungen und zivile Einrichtungen, ob die nicht viel stärker wieder ein Bild entwickeln sollten, dass sie mit für die Herstellung von Gerechtigkeit verantwortlich sind. Und dann hätte natürlich der Kindergarten, die Krippe und die Schule auch in die Eltern oder in die Familien hineinzuwirken und natürlich die Eltern zur Verantwortung zu ziehen. Aber ich finde, der Staat sollte das nicht tun, wegen dieser Gefahr des Tugendterrors, ja? Sondern es sollten die intermediären Einrichtungen, Institutionen selber sich als gerechtigkeitsschaffende Organe begreifen und viel stärker auch mit einwirken auf die Förderung etwa der Chancengleichheit. Ich weiß nicht, ob wir das als Schlusswort nehmen können. Ich würde es vorschlagen und vielleicht gibt es die Möglichkeit für Sie, falls es noch Fragen gibt, das dann auch noch bei einem Glas Mineralwasser, Wein oder wir sind in der Pfalz, Wein wahrscheinlich, zu klären. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich nehme außerdem vielen Interessanten, was Sie beide gesagt haben, von der einen Wortmeldung hinten noch etwas mit, nämlich die Reihe dreht sich ja auch um Gerechtigkeit und die Frage hieß heute ja auch sehr grundsätzlich, was heißt Gerechtigkeit. Dann kam die Bemerkung, was wäre denn dann ein ungerechter Lohn? Und es scheint nicht ganz das Gleiche zu sein, ob man nach Gerechtigkeit fragt oder nach Ungerechtigkeit. Und da fiel mir auch auf, Herr Hornet, Theorien der Ungerechtigkeit gibt es, glaube ich, nicht. Gibt es auch schon. Sehr schön. Haben Sie vielen Dank. Ja. Vielen Dank, ja. Meine Sicht sehr gern, ja. Vielen Dank, Herr Schwager.